Ah, Sö mit Ö. Hallo, guten Morgen aus dem Hinterhalt, wie immer. Und ja, ich mach mal direkt einen Switch rüber. Ja, und dann können wir ein bisschen quatschen. Hallo, Tachchen, guten Morgen und herzlich willkommen zur Mitte der Woche. Und ja, es ist warm geworden. Wir sind im Sommer angekommen, würde ich sagen. Ich sitze hier jetzt tatsächlich, also man, ne, ich nicht nackig oder so, aber ja, wäre auch geil. Nur mit T-Shirt und darunter nichts mehr, wie Gott uns geschaffen hat. Nein, Quatsch. Ich habe keine, also barfuß sitze ich hier, ne? Und ich habe so Steinplatten hier drunter, also so Kacheln auf dem Boden und also keinen Holzboden oder ne, sonst, sondern Kachelboden und der ist halt relativ cool und kühl, also cool kühl, genau, cool kühl ist er. Und der Venti ist hier im Anschlag, auch rechts von mir hier ist der Venti, so ein kleiner. Ich hoffe, der ist nicht zu laut oder sonst was. Ja, und ihr könnt mich super hören. Ich habe den extra so ein bisschen weg von mir gestellt, damit er nicht hier ins Mikro in die Richtung bläst. Aber ich krieg so ein bisschen Luft wenigstens ab. Und ja, weil der PC, wenn der hier donnert im Büro, also ich habe hier in meinem Büro und das ist ein, ja, so ein Räumchen halt, so ein Kinderzimmer oder sowas, würde ich sagen, von der Größe her. Und schräge, also Dachgeschoss schräge. Und das heißt, dann ist also nicht wirklich viel Luft hier, ne? Also der Raum ist nicht so groß, ne? Sagen wir mal. Und wenn der PC halt ballert so 2, 3 Stunden, dann der haut halt schon Wärme raus, ne? Der ist jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen, wenn er neu ist. Neuer PC ja nicht, der macht sowas nicht, aber der ist ein bisschen älter schon und tut seine Dienste noch zum Glück und klopf, klopf, ne? Toi, toi, toi. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe gestern super viel geschafft gekriegt und war sogar kurz davor, gestern ein bisschen schwimmen zu gehen, aber dann habe ich mir gedacht, nee, warte noch, ich werde es testen. Also vorgestern war es so, da war es ja schon warm. Da waren auch ganz viele am Pool, wo ich auch immer, also die mich kennen, ne, die wissen ja, also ihr wisst ja, ich gehe spazieren, spizieren, genau, ich gehe spizieren und zwar morgens und wenn es geht auch noch abends einmal kurz eine Runde drehen, ne, damit man so einen Kopf frei kriegt und damit man sich bewegt und so. Und dann sind auch nicht so viele Leute morgens früh und abends sind nicht so viele Leute da und bla. Und auf jeden Fall waren dann welche am Pool vorgestern, wo ich immer spazieren gehe und es war aber keiner im Wasser. Die lagen alle auf ihren Handtüchern und so und waren sich am Sonnen halt, ein paar Mädels halt, klar, ne, die wollen halt Urlaub machen im Sommer, also demnächst Sommer, so wenn der Sommer dann irgendwann hier auch angekommen ist, so wie jetzt, so, na, dann fliegen die ja irgendwo hin oder machen, ja, und wollen schön aussehen und braun und so. Und Jungs natürlich auch, die sitzen da und trinken was und, ne, machen Quatsch und was weiß ich, ne, irgendwas. Leute halt, ne, die aber alle nicht schwimmen waren. Gestern, um mal einen Sprung zu machen. Ich kann ja währenddessen schon mal hier so ein bisschen in die Richtung laufen. Gestern war es so, da waren 3 Leute im Wasser, als ich vorbeilief. Also man kann am See praktisch an 2 Seiten, an der Seite vorbeilaufen, also an der einen Seite vorbei und dann an der anderen kommt man nochmal vorbei. Also um den See rum. Das ist, also da ist ein Riesen, also da ist ein Riesenareal mit Seen und Wasser, viel Wasser. Aber der See, wo ich, da kann man so einmal rumlaufen praktisch und so, ne? Also ich habe die 2-mal gesehen, es waren die ganze Zeit 2 oder 3 Leute im Wasser. Auch nur bis zum Arsch so ungefähr, weil es war halt, ja, es war halt dann doch ein bisschen arschkalt noch, das Wasser. So, und heute bin ich gespannt. Ich war heute Morgen schon kurz spazieren. Da war natürlich noch keiner da, weil ich war ganz früh. Ich war kurz nach 7, darf man gar nicht mehr. Man darf es niemandem sagen. Aber ich bin ein alter Drecksack. Ne? Also ich bin ein alter Sack. Und ja, da geht man morgens halt. Ich konnte auch nicht mehr pennen irgendwann. Ich war gestern Abend so geschlaucht. Ich hatte so einen anstrengenden Tag auch und habe viel geschafft und so. Und ich war so geschlaucht, dass ich um 11 Uhr ungefähr schon eingepennt bin. So, das ist ja vollkommen in Ordnung. Also 11 Uhr kann man mal pennen gehen. Problem ist nur, dann wacht man halt früher auf. Und da es heute Morgen auch schon so stickig war, es wird ja so früh, ja, es wird ja so früh hell. Und dann muss ich die Rollläden tatsächlich, im Winter tue ich das nicht, da freue ich mich immer drüber. Winter ist, was das angeht, super, super geil. Ich liebe den Winter. I love winter. Ne, so. Aber im Sommer muss ich immer die Rollläden runter machen, damit ich nicht wach werde. Weil wenn Licht, dann werde ich wach. Ja, und diese Masken auf den Augen oder so, die helfen mir auch nicht wirklich. Dann wird es auch direkt stickig in dem Zimmer.
Also um 4 oder so wird es hell, 4:30. Dann mache ich die Rollen runter und dann liegt man 3 Stunden im naja, ohne Luft und ohne ne irgendwas, ne, weil da kommt ja keine Luft mehr durchs Fenster rein und so. Und dann wird es muffig und dann, ich konnte nicht mehr pennen. Es war so stickig, weißt du, so verbrauchte Luft vom Smiegel, so. Ne, und ja, es war halt, ja. Genau, und ich gehe jetzt eher in sein Bett. Schade. Gut, dann gehen wir in das Bett, wenn ich vielleicht die Renntaste nehme und nicht die andere. Aber das ist immer, wenn man mehrere Spiele spielt. Ich habe gestern wieder ganz viele andere Spiele gespielt, oder nicht viele, aber einige andere Spiele natürlich, ne, also für YouTube. Und ich habe was vorbereitet auch noch für den Sonntag, beziehungsweise ich werde vorher, also wahrscheinlich heute sogar schon anfangen, mal heute Abend einen Charakter, ich will einen neuen Charakter anfangen, weil ich, ja, bla bla bla, Elder Scrolls Online ist angesagt und ich wollte einen Charakter neu anfangen. Habe überlegt, den anderen noch ein bisschen zu testen, ob ich den umbauen kann oder so, aber das kann man nicht, das ist Schwachsinn. Und jetzt habe ich, weiß nicht, die letzten 2 Wochen nebenbei, privat, habe ich ja schon gesagt, ein bisschen gespielt, heimlich, ohne euch. ja, hi Goli, hey. Und, ohne Goli gespielt. Nee, Goli, my friend, my brother. Von Anfang, from the beginning, Junge. Seitdem man Golis benennen kann und ihr da seid, bin ich dabei. Ich weiß nicht, wann es war, 12, glaube ich. Ich glaube, seit 12. Golis, ich liebe Goli, ne? Er ist sowieso my man. My main buddy ist er. Wirklich. Goli war immer da. Das ist einer von denen, der immer bei mir war. Ich habe immer irgendeinen scheiß Golem bei mir gehabt, der Goli hieß. Einfach, weil ich diesen, naja, Cooking with the Iron Golem, müsst ihr euch mal geben, erster Teil, Salat, der macht Salat. Prepare a salad oder make a salad, let's make a salad oder irgendwie so heißt das. Ihr lacht euch weg und wenn nicht, dann habt ihr einen anderen Humor als ich, auch gut, aber ich habe mich weggelacht damals. Ist uralt, aber ich habe ihn angefangen zu lieben, vorher schon, aber da war die Liebe so groß. Ja. Genau. Ich wollte einen neuen Charakter anfangen, dies und jenes, weil der alte und so, ne? Und dann habe ich gedacht, ich teste nochmal am Sonntag. Das werde ich aber jetzt nicht tun. Ich habe das jetzt wirklich mal gekittet und nicht dieses, weil der Herr Techniks hat sich auch schon über mich lustig gemacht. Die Latte. Der hat auch schon gesagt, ja, das kennen wir ja schon, das ist ja immer so. Und dann laberst du 3 Wochen dasselbe und dann immer, soll ich und soll ich nicht? Und dann testest du dies nochmal und dann gibst du dem nochmal eine Chance und so und blablabla. Und da tue ich jetzt nicht. Ich habe den Charakter heute leergeräumt und gelöscht, den ich jetzt getestet habe. Also praktisch die letzten 2 Wochen mal ein bisschen getestet. So, ich meine, da kriegt man schnell Level zusammen. Also ich bin, glaube ich, bis Level 20 oder was gekommen und... Ne, das ist 18 oder 20 und irgendwo da in der Gegend. Und ja, jetzt werde ich einen neuen Charakter anfangen und die Charaktererstellung machen, ganz in Ruhe. Und ich weiß jetzt schon ein bisschen mehr. Das wird nicht mein letzter Charakter sein. Ich werde aber jetzt mal einen anfangen, der dann schon ein bisschen besser abgeht. Wo das auch zusammenpasst. Es ist so, Elder Scrolls Online ist, ich weiß nicht, warum ich darüber jetzt rede, aber ich wollte euch einfach sagen, was ich gemacht habe. Und wenn keiner fragt, dann kriegt ihr die Infos halt so reingeballert. Ne? Und die, die heute Abend dann zugucken, ja, ist mir schon wichtig, ist ein tolles Spiel, ich liebe Skyrim und ja, ich spiele dieses Elder Scrolls Online auch viel zu gerne, leider. Hab mich da irgendwie so ein bisschen verliebt und genau. Ja, man kann dieses Spiel, das ist das Tolle an dem Spiel. Also du kannst das kaufen, du kannst das spielen, wie du willst. Da gibt es keine, klar, es gibt stärkste Klasse, es gibt beste Klasse, es gibt besten Skillbaum, es gibt dies, ne, das gibt es immer. Es gibt immer irgendeine Klasse, die geil ist oder noch eine Klasse, 2 Klassen, was auch immer. Und so sollte man das spielen, weil der Skill besser ist als der von den 20 oder 30 Skills, die da halt sind. Nimm den, den und den, weil die Synergie von denen dann, ne, bla bla bla, gut funktioniert. Und ja, so ist das immer. Aber das Gute ist, du kannst, sagen wir mal, du erstellst dir einen Templer, so wie ich das gemacht habe. Ja, der Herr Schablünder ist mein Charakter, der ist ein Templer. Und du kannst trotzdem den nicht mit dem Schwert und einem Dingsschild spielen, sondern du spielst den mit dem Zauberstab. Also mit dem Zerstörungsstab. Also du kannst den Heiler spielen, du kannst den auf Zerstörung spielen, also auf, naja,
Es ist kein Damage-Dealer. Also DD dazu zu sagen, wird ein bisschen schwierig. Also der haut, da geht es um Schadenssachen von 100.000 oder was drüber. Ja, und der kommt so auf 80, 85, 90.000. Was aber toll ist, was viel ist, richtig viel. Und du kannst damit das Spiel immer total gut durchspielen. Du kannst halt mit jeder Klasse so machen, mit jedem Volk, mit jedem dies. Du hast halt so Buffs, die die von vornherein haben. Also wenn du einen Magier spielen willst oder da heißt er Zauberer, dann solltest du das Volk oder das oder den, ne, solche Sachen. Die gibt's alle, die Infos. Aber du musst es nicht. Und das ist auch das Schöne, das Angenehme an dem Spiel. Das war ja auch das Konzept zum Beispiel von New World. Das haben wir ja als letztes gespielt. Ich renne jetzt mal hinten rüber, weil es regnet sowieso und ich quatsch hier so vor mich hin. Entschuldigung wegen dem Knopf, immer derselbe Fehler. Aber ich spiele halt andere Spiele, die genau den anderen Knopf zum Rennen nehmen. Und wenn sie mich überhaupt rennen lassen. Seht ihr, der ist nämlich zum Rennen dann. Und egal. Auf jeden Fall, man muss es nicht so spielen. Man kann das Spiel tatsächlich bis zum Endcontent durchspielen. Und ohne Probleme. Hunderte von Stunden. Na, also wer da irgendwie Bock drauf hat, der soll das gerne mal testen. Und ich will jetzt hier in Minecraft keine Werbung für ein anderes Spiel machen. Das macht ja auch keinen Sinn. Aber Minecraft kennt ihr ja sowieso alle schon. Und wer das nicht spielt, weiß ich auch nicht. Der hat irgendwie... Ich weiß nicht. Ich kann, glaube ich, mit Leuten, die Minecraft nicht mögen, kann ich nichts anfangen. Weißt du, so... Ich verstehe es nicht. Also Minecraft ist, man muss es nicht lieben und ich kenne sogar Leute, die sagen, da kann ich nichts mit anfangen, aber ich verstehe diese Menschen nicht. Also das ist für mich, weiß ich nicht, das ist so, ist halt für mich das geilste Spiel, eins der geilsten dieser Erde und ja, da kann ich das halt nicht nachvollziehen. So, ne? Aber naja, ist ein anderes Thema. Und jetzt möchte ich halt mich mal so ein bisschen... dabei danach richten praktisch, was die Menschen da draußen so an Erfahrungen gemacht haben. Also ich will mal nicht einfach drauf losspielen, sondern ich erstelle jetzt einen Charakter. Ich werde das Volk und die Klasse und alles ein bisschen drauf anpassen, auf das, was ich möchte. Also ich möchte das und das spielen, ja. Und deswegen werde ich das so oder so machen oder auch nicht machen so. Also ich werde keinen Templer zum Zauberer umbauen, weil es keinen Sinn macht. Weil der Zauberer mit einem anderen Volk oder einer anderen Klasse eben, ja, viel besser dasteht. Ja? Oh, unsere beiden Jungs sind noch da. Sherlock? Hallo? Und da ist der andere, Dr. Watson. Guten Tag, Herr Watson. Alles klar hier? Gut. Wir gucken mal eben, ob die... Da hinten war schon einer, ne? Oh ja, wir müssen noch welche besorgen, ne? Wir müssen noch ein paar, hier... Wir müssen noch ein paar Guards besorgen, damit wir hier echt Ruhe haben, weil die Guards sind die wichtigsten, die wir hier kriegen können für die Ruhe im Dorf. Polizei ist immer das Wichtigste. Egal, worum es geht. Nein, Quatsch, ist es natürlich nicht. Aber Polizei ist... Ach man, da kann man jetzt auch wieder... Das ist jetzt... Okay, wir schließen jetzt mal das eine Thema ab. Ich denke, das ist klar geworden. Ich werde heute dann irgendwann mal anfangen mit dem Erstellen eines Charakters und mir dann auch 2 Stunden oder 3 Stunden Zeit nehmen und so. Und genau, ja. Auf jeden Fall Polizei. Polizei ist immer so ein gespaltenes Schwert, sag ich mal. Oder gespaltene Geschichte in meinem Kopf. Weil, ich kann das auch erklären, direkt zum Anfang hier fange ich schon wieder an, so grundlegende, schon fast politische Reden zu schwingen, obwohl die, naja, eigentlich hier ja hingehören schon. Also ich bin ja keiner von denen, die sagen, nein, keine politischen Themen hier bitte. Na, also so bin ich ja nicht, war ich auch noch nie, weil ich finde, wenn irgendwas ansteht, so politisch, und die Leute halt, sagen wir mal, das Bedürfnis haben, irgendwas mitzuteilen oder darüber zu reden oder, ne, also, oh Gott, da will jemand reden. Nein, um Gottes Willen, weißt du, so. Nein, aber wenn das so ist, dann finde ich das, also ich finde das gar nicht, ich finde das gar nicht so dramatisch schlimm, sondern, ich kann da gut mit leben und, ja, ich kann auch morgens um, wie spät haben wir, 10:13, kann ich auch mal eine Philosophie zur Polizei abgeben, ja, die ich, glaube ich, auch schon, ja gut, so jetzt, wie ich die jetzt im Kopf habe gerade, noch nicht, da habe ich, also irgendwie, aber wir haben ja schon mal über so bestimmte Dinge geredet, ja,
Und ich glaube, wir hatten mal damals diesen All Cops Are Bastards Tätowiert-Kram. Ich glaube, darüber haben wir uns mal unterhalten vor vielen Jahren. Ich lasse das jetzt einfach mal so, ne? Weil, guck mal, ich mache hier sogar noch einen hin. Da hatte ich ja auch schon meinen Senf dazugegeben, sozusagen. Und ja, ich finde, und da war ich jetzt gerade drauf gekommen, ja, um das kurz zu machen für alle, die mich jetzt missverstehen werden und wollen, das ist sowieso klar, dass das so kommt. Für alle die mich missverstehen wollen, mache ich es mal ganz kurz, weil der Gedanke, damit ich den nicht verliere, der Gedanke vorhin war nämlich folgender. Geht mal ins Urdorf zurück. Ja, ins Urdorf. Wenn jemand nicht weiß, was das Urdorf ist, dann, ja gut, können wir vielleicht damit mal anfangen. Also Urdorf soll heißen, also es gibt ja kein Urdorf. Also es gibt Urwaldbewohner noch, also so Urdörfer in dem Sinne, die von der Zivilisation noch ein bisschen abgehen. Aber das meinte ich jetzt gar nicht, sondern ich finde, wenn man sich Sachen klar machen will, wo man nicht versteht, okay, wie sitzt das zusammen, warum ist das so oder nicht und ne, wer hat Recht, wer hat Unrecht, auf welcher Seite stehe ich da jetzt eigentlich, ja, solche Sachen. Wenn man das rauskriegen will, da gibt es einen einfachen Trick für mich, ja, das muss nicht jeder machen so, aber für mich, warte mal, für mich gibt es da immer so einen Trick und zwar versetze ich mich gedanklich ins Urdorf, das ist das, was ich jetzt gerade meinte. Und das Urdorf ist praktisch, ihr müsst euch das vorstellen, als Menschen auf der Welt, auf dem Globus, noch locker verteilt gelebt haben. Also das heißt, da gab es ein Dorf in, ne, auf dem Kontinent eins und auf dem Kontinent eins und hier noch eins und da eins. Und ne, also noch nicht so Riesenstädte, also hunderte oder tausende, nicht hunderte, tausende von Jahren entfernt gab es halt eine andere Struktur auf diesem Planeten. So. Und zu der Zeit gab es eben nur kleine Siedlungen praktisch. Es gab so Rundläufer, also wie heißen die? Wanderer, wie hießen die denn? Jetzt bin ich hier schon beim Traveler. Wie hießen die denn? Nomaden, genau, Nomaden hießen die, meine Herren. Seit dem 5. Schuljahr nicht mehr gehört oder so. Keine Ahnung. Also es gab ja früher ziehende, wandernde Völker. Und es gab Leute, die irgendwann angefangen haben zu siedeln. Also ich glaube, vorher waren nur Wandernde. Also erst waren nur die in der Höhle und ne, bla bla bla. Dann kamen die Wandernden, die sind dann umhergezogen und haben sich hier mal angesiedelt und mal da. Und manche sind halt dann irgendwo geblieben irgendwann. Und so ist das eine zum anderen geworden. Und heute haben wir ja eine klare Siedlerstruktur. Das heißt, die hey, fang. Und Hempel. Und wenn man ins Urdorf zurückgeht, dann meine ich damit hunderte Kilometer, tausende Kilometer, keine anderen Leute. Die wissen auch nicht, dass es andere gibt, weil keiner so weit gelaufen ist und die haben ein Dorf praktisch. Das ist Quatsch, aber es ist ein Dorf, da stehen 20 Hütten, da wohnen Leute und die haben die Grundversorgung. Die haben einen Bürgermeister, die haben einen Polizisten, einen Arzt, einen Bäcker, einen Metzger. So diese Geschichte, ja, die haben alles Urdorf, also von allem eins, ein Mensch, ja, so. Und in diesem Urdorf kann man sich immer ganz gut angucken, wie Dinge zum Beispiel wirklich sind, ja, so. In beide Richtungen auch, das ist wichtig, das muss man vorher dazu sagen, ja, ich bin kein Vollpfosten. Wenn ich zum Beispiel sage heute, boah, die Polizei ist ja heute nicht mehr so, wie die mal sein sollte, dann ist das, was ich meine, gerade mit dem Urdorf. Weil, wenn ihr euch anguckt, wie war Polizei mal früher? In diesem Urdorf. Guckt euch ja mal an. Als Beispiel eben. Ja? So, du hast einen Typen, der sagt, hey, hier ist immer Tumult. Vorher gab es keinen Polizisten. Es gab keinen. So. Hier ist immer Tumult, also Sheriff praktisch. Das kennt ihr aus dem Western. Da kommt, ne, guckt euch da an, dann wisst ihr, was der Typ macht. Der Sheriff sagt irgendwann, boah, ey, ich bin hier einer von den Schlauesten, von den Besten im Schießen, ich hab gute Tricks drauf, ich bin der Größte, Stärkste, ja, ich übernehme mal diesen Job und mach mal ein bisschen Ordnung, weil sonst geht das hier ins Chaos über. Und dann gibt's eben ein Haus, wo der wohnt, ja, Sheriff, der hat eine Zelle, also irgendwie sind die alle da drauf gekommen, irgendwelche Leute wegzusperren, ja, wenn sie sie nicht gekillt haben früher, dann haben sie sie weggesperrt. Was auch genau das ist, ja, Polizist sorgt für Ordnung, sagt böse,
Und wenn es gar nicht mehr geht, nimmt er jemanden mit und sperrt ihn mal in die Zelle für eine Nacht. So, vom Prinzip her. Ne? Und da, wenn man mal guckt, ist der Job des Polizisten ein total toller Job. Die Philosophie dahinter ist mega gut. Also keiner kann an dem Punkt sagen, ja, Polizisten sind scheiße und fickt euch und weißt du so, das ist Bullshit. Ja, das muss man erstmal sagen, weil die eigentliche Aufgabe eines Polizisten, die Philosophie dahinter ist, Sugar. Das ist ein netter Typ, der sagt, hey, ich schlage auch keinen zu oft und ne, bla bla bla, aber jetzt hat er verdient, du gehst jetzt mal mit in die Zelle. Und der geht vorbei und sagt, pass mal auf, ist das deins? Nein. Dann lass es lieber stehen, sonst muss ich böse, böse machen, weißt du, so. Und dann haut der Dieb ab. Ah, so, so, das ist ein toller Job. Und der Freund und Helfer, der auch einer alten Frau über die Straße hilft. Punkt, aus, so. Ja, hey, komm mal mit, Omi. Das ist der Polizist. Das ist wie in einem Kinderbuch eigentlich, in so einem Kindergarten-Ding oder so. Ja, das ist eigentlich die Polizei. So, und jetzt kann man nämlich in beide Richtungen, kann man nämlich daraus was ziehen. Erstens, ja, ihr habt recht auf der einen Seite die Menschen und ja, auf der anderen Seite, ihr habt auch recht. Oder ja, irgendwie nicht. Nein, ihr habt Unrecht. Oder nein, ihr habt Unrecht auf der Seite. Und zwar, weil jeder, der sagt, Polizisten, das ist ein guter Job und ba, 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 ba. Bullshit. Das stimmt nicht. Im Urdorf, ja, da ist ein guter Job. Eine Philosophie, die vom Feinsten ist. Ist auch heute theoretisch noch so. Aber, und das ist so, es gibt, das wissen wir alle, es gibt halt Leute, die diesen Job annehmen, um ihre Macht zu kriegen und Macht auszuüben und den Job zu missbrauchen. Da ist nichts mehr mit Oma über die Straße helfen oder vielleicht aus Showgründen, ja. Und dann gehen sie nachts raus und krempeln sich die Arme hoch und ja, schlagen Leute zusammen oder knien sich auf Menschen, sodass sie ersticken. Ja, und das sage ich nicht ohne Grund, weil wir das alle schon erlebt haben, diesen Mist, ja. Also Polizisten, die, ich habe es selber gesehen live, die nicht tragbar sind, nicht akzeptabel sind für diesen Job. Der Job kann da nichts für, aber die Leute, die Menschen, die das machen, das sind echt gefährliche, großartige, gefährliche, miese, kleine Wichser. So richtige. So, ja. Und die sagen, all cops are bastards. Alter, du hast auch nicht aufgepasst. Du hast weder aufgepasst, als es um Urdorf ging, also die Philosophie dahinter, ja, weil die Philosophie dahinter ist top, also der Job an sich, der kann da nichts für, der ist toll. Aber es gibt Leute, ja, da stimme ich dir zu, die sind eben nicht okay. Die machen den Job und haben da Spaß dran, Leute zusammenzuschlagen oder was auch immer, ja. Aber alle, nein, auch Bullshit. Also richtig Bullshit, weil das finde ich, ja, was soll man dazu sagen? Das finde ich nicht nur. Warte mal, Moment, ich muss nochmal eben hier. So, jetzt haben wir es wieder. Die Kamera war irgendwie nämlich. Ja, genau. Also, das sind die größten Spinner. Und ich habe ja damals mal erzählt, ich habe mal jemanden kennengelernt, den musste ich halt kennenlernen. Der hatte auf dem Hals hier B und dick in diesen deutsch geschriebenen Nazi-Buchstaben-Dingern und ja, und ich habe das gesehen. Dann habe ich so gedacht, was machst du denn jetzt damit, weißt du, wie gehst du denn damit um? Ne? Und dann, das war mein, oh Mann, mein Ex-Schwager. Also der sollte mal Schwager werden und ja, meine Schwägerin war da auch echt eine seltsame Figur, aber naja, egal, auf jeden Fall, sie ist ganz anders geworden mit der Zeit, aber sie war schräg und hat sich so einen Penner rausgesucht, warum auch immer, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ich hatte mit beiden nicht so viel zu tun in dem Sinne. Also, wenn dann schon mit ihr, ne, weil sie Familie dann war sozusagen und er nur, naja, der Freund oder was. Und ich habe so gedacht, als ich ihn kennenlernte, na, ich gucke so auf den Hals und denke nur, alter Scheiße, was geht denn jetzt? Was bist du ein dummer Hund, habe ich so gedacht. Und dann habe ich gedacht, mach mal einen blöden Spruch. Und dann habe ich ihm gesagt so, hey, ich bin der Olli, ne? Und konnte dein Tätowierer, habe ich dann gesagt, irgendwie sowas, konnte dein Tätowierer AC/DC nicht richtig schreiben, habe ich dann so gesagt, weißt du, weil ich dachte, na komm, nimm mal die Luft ein bisschen raus. Weil ansonsten kann ich dazu nur sagen, weißt du was, bleib du da, wo du bist. Ich stehe hier, du da und das ist gut so, fuck you. Weil da habe ich keinen Respekt für. Also gar nicht, für so Nazi-Scheiße, das ist für mich, naja, das geht gar nicht. Und und ich dachte, na komm, mit dem musst du wahrscheinlich noch öfters mal, naja, irgendwie nebeneinander stehen oder mal ein Wörtchen reden oder so vielleicht, ne, also. Und dann hat er mich angeguckt, ey, der wollte mich töten in dem Moment. Der wollte mich töten und dann habe ich so gedacht, na okay, war ein Versuch wert. Ja, und es hat sich auch rausgestellt, ich habe mit ihm nie großartig geredet. Er war einfach genau so ein dummer Bratzentyp. Also ein richtig dummer Vollpfosten, der eben keine Ahnung hat davon. Und genau da in der Mitte irgendwo liegt das. Man sollte differenziert an alle Dinge rangehen und nicht nur an manche Sachen, sondern an alle Sachen. Man sollte immer genau gucken, was passiert wirklich. Ja, und ich kann nicht alle Polizisten. Und glaub mir, ich könnte Geschichten erzählen über Polizisten, die ich erlebt habe selber, die mit Wasserwerfern alte Männer und Frauen, Omas, ja, von der Straße gefegt haben, ja. Also, und das ist kein Scherz, sondern das ist einer meiner schlimmsten, muss ich sagen, Erlebnisse, die ich je hatte, weil das waren alles ganz normale Bürger, die nicht irgendwie von einer radikalen Partei waren oder sonst irgendwas, sondern das waren von allen Parteien, ob jetzt CDU, FDP, SPD, von den Grünen oder was auch immer, das waren ganz normale Anwohner, die zum Teil gar nichts mit Politik zu tun hatten. Und die wurden damals bei der Demonstration mit Wasserwerfern von der Straße gefetzt von Polizisten, nur weil die ihre Befehle befolgen. Und ich sag mal so, das ist so, ne, das erinnert einen nicht nur daran, sondern ist genau das, wovor diese Überlebenden von der Nazi-Historie der Zeit mit Nazis eben uns alle gewarnt haben, wenn Leute nur noch ihre Befehle ausführen und sagen, ja, ist ja ein Befehl, ich muss das ja so machen. Nein, du kannst an dem Tag sagen, pass mal auf, ich soll jetzt die alten Leute da, die waren alt, das waren Omis, die waren mit ihren Familien da zum Demonstrieren, das war keine radikale Veranstaltung, wo Steine geschmissen wurden oder sonst irgendwas passiert ist. Alle waren friedlich, das waren ganz normale Leute. Da war niemand anders. Und die haben die von der Straße gefetzt mit den scheiß Wasserwerfern. Und das waren alte Leute, Omas und Opas, ja. Und da habe ich echt viel Glaube an diesen Staat, an dem Punkt jedenfalls verloren. Und habe mir gedacht, nee. Wie würdest du reagieren? Und dann habe ich gedacht, ja, okay, egal was ist und wenn ich das Haus abbezahlen muss und meine Frau mir im Nacken hängt, dann würde ich sagen, Frau, wenn du das gut findest, dass ich alte Leute von der Straße fetze, gib mir deine Eltern, dann fetze ich die von der Straße. Ich würde das nicht machen, ich würde sagen, hey, ich gehe jetzt nach Hause, ich kündige von mir aus auch meinen Job, aber das werde ich nicht mit unterstützen, weil das ist nicht in Ordnung, gar nicht, in Ordnung, null. Da gibt es keinerlei Rechtfertigung für, egal wo Gewalt angewendet wird, gegen alte, junge, was auch immer, ja. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Wenn Leute mit Steinen kommen, bin ich nicht dafür, dass man seine Fresse hinhält, sondern dass man sagt, hey, pass auf Leute, das ist nicht in Ordnung, ja, und vielleicht auch dagegen angeht, weil Steine schmeißen ist kein adäquates Mittel für gar nichts. Ja, also Gewalt ist nie gut. Aber alte Leute, Wehrlose, die nicht bewaffnet waren, sondern alte Omas und Opas, einfach vor einer Straße fetzen mit einem blöden fucking Wasserwerfer. Was bist du denn für ein kleiner armer Wichser? Und wie kannst du sowas rechtfertigen? Ja, mein Job, ich muss ja mein Haus abbezahlen. Meine Frau, die köpft mich, wenn ich den Job kündige. Ist mir egal. Und da ist der Unterschied. Ich würde meinen Job sofort schmeißen. Und wenn es der Tag wäre, ja, ich würde niemals so einen Befehl ausführen. Nie, never. Da könnte mir 10-mal jemand sagen, ne, aber das kennen wir ja von diesen Versuchen mit den Studenten da.
du kannst dem jetzt einen Stromstoß verpassen, ja, als Warnung und dies und jenes. Und wie viele drücken auf diesen fucking Knopf? Wie viele drücken drauf auf diesen Scheißknopf? Wir kennen das alle aus der Schule, wahrscheinlich nicht die meisten, aber viele aus der Schule und viele aus YouTube. Ich bin da kein Typ für. Da bin ich raus. Und an dem Punkt kann man gerne mit mir darüber reden, das wollte ich auch gerade nur sagen. Also ich habe selber genügend erlebt, Momente gehabt, wo ich echt gedacht habe, boah, Bullen. Nicht Polizisten, sondern ey, Bullen, was seid ihr für Wichser? Und der daneben steht und dazulässt und nichts sagt, ist genauso ein Penner. Ja, weil sie Befehle ausführen, ja. Fuck, ey, habt ihr nichts gelernt aus der Geschichte? Und das ist nicht okay. Punkt, aus. Wenn jemand mit der Knarre durch die Gegend rennt, ja, und Leute abballert, schießt dem in den Kopf. Der kommt nicht in den Knast oder sonst was von mir aus, hey, schießt den ab. Ende. Drecksack. Hat Leute gekillt, ganz gefährlicher Typ, haben wir nicht lange gefackelt, weil der hätte noch mehr erschossen. Ganz einfach. Habe ich gar kein Problem mit. Also klar, jetzt stirbt jemand, bla, das ist nicht gut, man sollte da vielleicht vorher ansetzen, das ist so wie bei anderen Sachen, man sollte immer vorher auf Bildung setzen, damit es eben solche Leute vielleicht Charaktere nicht gibt. Aber kranke Leute hat es schon immer gegeben. Also nur als Beispiel eben, ich habe kein Problem mit Gegengewalt in dem Sinne, aber nicht an so Punkten. Da bin ich echt raus. Also das finde ich, ich habe damals wirklich gedacht, das kann nicht sein. Das sind alles erwachsene Leute, ja, die irgendwann mal angefangen haben, Familie zu gründen und dies und jenes und dann gehen die dahin. Zeig doch mal deinen Kindern, dass du die alten Leute da von der Straße fetzt mit dem Wasserwerfer. Mach das mal. Dreh mal ein Video davon und dann zeigst du denen da. Mal gucken, ob die stolz auf dich sind. Ne? Und deswegen wollte ich sagen, man sollte immer, egal was man macht, immer differenziert an Dinge rangehen und Polizisten sind nicht alle Arschlöcher, ja? Das ist überhaupt nicht so, ja. Und all cops are bastards, sich auf den Hals tätowieren lassen, so wie der Typ. Still happening today. Hallo, Herr Technics, ja. Das war unter aller Sau. Das sind die Dümmsten der Dummen. Also das sind nicht nur dumme Wichser, sondern das sind oberdumme Wichser, die sowas machen. Weil das ist so ungerecht auch. Und du verhärtest die Fronten immer mehr, weil es gibt so tolle Polizisten. Es gibt so tolle Menschen, die Polizei machen. So verdammt tolle und die, mit denen habe ich nichts zu tun oder bin ich mit denen befreundet. Ich habe Freunde bei der Polizei, aber ich muss sie auch nicht mögen. Vielleicht wählen die was anderes als ich oder vielleicht machen die in ihrer Freizeit Sachen, wo ich denke, oh Gott, was sind das für Typen? So Vorstadt, Vorgärten, ich putze samstags mein Autotypen. Habe ich nichts mit zu tun, finde ich, oh Gott, grauenhaft. Ja, aber Respekt vor den Leuten, die so einen Job machen. Das ist ein toller Job letztendlich. Und wenn du den machst und vernünftig drauf bist und ich kenne wirklich nette, richtig coole, tolle Menschen, die bei der Polizei sind, weil sie Gutes tun wollen. Und da tun die. Ja, die tun das. Jede Menge von denen. Ja, und da sollte man nicht irgendwie mit Spaßen oder sonst irgendwas, ja, und in beide Richtungen immer mal ein bisschen aufpassen. Also Bullen beschimpfen kann man machen, finde ich vollkommen in Ordnung, wenn es gerechtfertigt ist, hey, ihr scheiß Bullen, bin ich dabei, ja. Aber andersrum, seid auch respektvoll mit denen, weil die machen, die, also wenn wir die nicht hätten, in einem anderen Sinne, ja. Ich weiß, Staatsmacht, Staatsgewalt, geh mal nach Rammstein und demonstrier mal da gegen die Amis, die uns da jetzt seit immer auf der Pelle hängen und da ihren kleinen Staat gegründet haben, wo sie ihre Rechte oder unsere Rechte aushebeln und so. Versuch mal, das Ding wegzukriegen. Dann wirst du ganz schnell merken, dann kommt Staatsgewalt und dann kommen Polizisten an dich ran, die ich nicht okay finde, Punkt. Aber das nennt sich auch an dem Punkt erstmal Demokratie, weil keine Partei bis jetzt ein Interesse daran hatte, diese komischen Ami-Wichser loszuwerden. Das ist auch so, ja. Ich weiß nicht, warum ich heute den politischen hier mache, aber mach mal ein anderes Thema, Herr Technics. Haben wir ein anderes Thema? Wie geht's deinem Kühlschrank? Scheiße, Mann, ey, das ist dumm. Ich könnte dir meinen geben, der steht im Keller unbenutzt. Das ist ein großer, schöner von Bosch, der ist klasse. So ein silberner, der sieht schön aus. Der hat Kühlschrank und Kühlfach, 3 Schubladen. Den könnte ich dir so leihen, wenn du um die Ecke wärst, hetzend schon, bis du einen neuen dann hast oder so. Ja, aber too far away, too far to stay, kannst ja Wille auf die Reise schicken. Auf die Reise? Mit dem Karren?
mit dem Karren, ein Pferdekarren soll ich, oder was soll ich denn für einen Karren nehmen? Alter, der kostet, also, nee, das wissen wir von dem Fernseher von Ingo. Ingo hat ja ein paar Sachen, als die umgezogen sind von Rügen nach Spanien, ne? Ich meine, gut, das ist eine ziemlich weite Strecke, aber vorher auch von Berlin nach Rügen, was ja ungefähr der Strecke, also nicht ein bisschen weniger, aber, ne, also, der hat Sachen verschickt, tatsächlich, der Ingo. Da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Und da habe ich mich mal gewundert, so wie er auch, da haben wir nämlich lange drüber geredet, wie teuer das ist, wenn man einen Fernseher in einem Karton verschicken lassen will nach irgendwo und nicht transportiert. Aber er hatte keine Möglichkeit, das anders zu machen, deswegen bla bli blub. Also der Transport ist auf jeden Fall teurer zu dir mit dem Zug oder was auch immer, wenn ich das jetzt aufgebe als Paket. Ist wahrscheinlich teurer als der Scheiß, naja, nicht teurer, aber die Hälfte von dem, was der kostet. Deswegen, ja, mit dem Karren. Handkarren. Boah, du glaubst gar nicht, wie gerne ich das machen würde. Genau das, was du geschrieben hast. Ich würde gerne den Typ mit einer Handkarre und dem Scheißding drauf bis zu dir schicken. Das würde ich gern machen. Ich weiß, das würde nichts bringen. Also das würde nichts bringen zur allgemeinen Situation beitragen, Gutes. Aber das wäre mir jetzt mal an dem Punkt vollkommen egal. Boah, wir haben nur noch 3 oder was? Nein. Oh, doch. Oh, wir haben nur noch 3. Wie gehen die nochmal? Warte mal, wie gehen die? Lanterns. White Lanterns. Ach ja, ich nehme einfach die und färbe die weiß. Okay. Weiß. Warte mal, ich weiß. Bildlich. Ja, ich stelle mir das auch. Oh, der wird 100 Kilometer wird der meckern und vor sich hin moppern. Also bei uns auch mal moppern, meckern, motzen. Was auch immer für Worte man nimmt. Genau, das würde er machen. Boah. Bone Meal wird zu... Bone Meal wird zu. Ne? Oh yeah. Wir können ja mal ein paar machen, wenn wir wollen. 16 sind zumindest schon mal ganz gut. Sind nicht perfekt und nicht genug, aber es reicht zumindest für dieses Haus hier schon mal. Das ist sehr nett. So, also einmal den. Dann hier und dort und hier und da und da und da. Ja. So ist das doch schon ganz nice. Nice. Adi nice. Ah ne, da muss ja nicht. Da darf ja nicht. Da kommt ja der Beagly-Kram rein hier. Da kommt ja irgendein Schilf oder irgendein Scheiß rein. Stimmt ja. Ich darf das so nicht machen. Und hier müssen wir den hier. Ja gut, der kommt weg. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht perfekt, aber muss es ja auch nicht sein. Das ist einfach nur das letzte Haus am Platz hier, ne? Da kommen noch 2 Hafenarbeiter hin. Also, weil wir haben ja hier hinten Fässer und dann müssen wir nachher irgendwann Minenarbeiter hier noch, brauchen wir ja auch noch. Hier, die müssen ja auch irgendwo wohnen. Also zumindest 2, die hier vor der Tür stehen oder irgend so ein Scheiß. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen, aber wir haben ja jetzt erstmal 2 Typen. Also, wir haben ja 2 Typen, die hier hinten, jetzt kommen die hier schon alle zusammen, ne? Alter, guck dir das an hier. Ich liebe es. Und unsere dummen Arbeitslosen hier hinten, ne? Die so tun, als würden sie dazugehören. Nein, die gehören natürlich dazu, fuck. Ich will hier niemanden flamen und bashen. Lass erstmal die Arbeitslosen bashen. So, da sind sie. Guck mal, die haben ihre Hütte hier. Henny, Ilja und Immi. Guck mal, zack. Und da ist noch einer. Kommt noch einer?
Der guckt nach dem Rechten. Geil. Fump, hinlegen, Arbeitslose schlafen auch. Arbeitslose sind auch normale Menschen. Habe ich mal irgendwo gelesen. Obwohl ich das bei mir manchmal denke so, oh, da ist was schiefgelaufen gerade. Okay, ich guck noch mal eben, ob wir schon wieder Babys haben, weil dann müsste ich die ja mal wieder einsacken. Oh, wie geil ist das denn? Alle drei. So, was haben wir hier noch? Oh, ist unser Dorf friedlich. Oh, ist das schön hier. Leute, Leute, Leute. Ey, wir haben es so schön. Kinder, 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 ne? Das ist ja... Was ist das hier? Ach so. Oh, die brauchen wir natürlich nicht, ne? Hey, one. Two gibt es nicht mehr. Two ist irgendwie verschütt gegangen. Warum, weiß ich nicht so genau. Haben wir ja schon ein paar Mal gesucht. Das ist so wie mit den Ameisen und all den Hunden am Anfang. Die Hunde sind ja auch weg. Die Vögel, die Robins, die sind weg. Die sind ja auch abgedampft irgendwo hin. Ja, und wir können nur noch hier ein Haus hinbauen, ne? Das wäre das letzte Haus, was wir machen könnten. Hier. Oh, wie das aussieht da hinten, ne? Guck mal. Ist schon geil, oder? Mit diesem lila Licht, was da so entsteht und, ne? Schon geil, ey. Ne, die würden den Mittelpunkt hier vom Dorf auch noch mitkriegen, die Jungs. Hier ist ja sowieso klar. Boah, wie geil. So stelle ich mir das vor. Das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Ich mache denen schöne Hütten. Hier wohnen Francis und Sam. Und die liegen hier auch im Bett. Und die haben hier beide ihre Show-Komposter. Und arbeiten aber an ihren echten Kompostern, die hier stehen. Und treten natürlich hier aufs Feld und pflanzen nicht nach. Warum die... Hallo, Walter! Walter Waschbär. Ich habe dich so genannt. Du hast irgendwie falsches Zeug genommen. Er dreht ein bisschen am Rad, finde ich. Guck mal. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ich kann ihm auch nichts anbieten, weil er nimmt nichts. Er nimmt seinen Bogen da... Den hat er im Maul halt und alles andere. Gut. Die Typen hier sind auch beschäftigt mit ihrem Weed. Das sind die Weed-Bauern. Die wohnen hier. Ne? Guck mal da. Ach, wunderbar, ne? Also, wenn jetzt nichts mehr passiert. Kann ja nicht, ne? Oder? Guck mal. Und alle haben ihr Bettchen hier schön hier hinter. Also alle, die einen Shop haben, haben natürlich ihr Bettchen dahinter. Ich liebe es. So richtig. Also das ist das, der Anfang von dem, was ich wollte, ist jetzt schon mal auf jeden Fall gelegt. Gemacht. Getan. Ne? So. Und dann wollten wir heute erstens das Häuschen hier fertig machen. Ich weiß aber noch nicht genau. Wie wir das so machen wollen. Warte mal, wir müssten mal... lassen wir hier... Ich stelle mal hier eine hin. Ne? Ich mach mal... hier einen hin. Die können wir wegmachen. Das können wir auch wegmachen. Dann kommt hier einer hin. Auf der Gegenüberseite. Da. Ne? Dann haben wir hier genug Licht. Dann tun wir hier einen hin wieder. Und zwar so. Und dann kommt hier der... Also entweder hier drauf, ne? Guck mal so, ne? Oh ja, das ist schön. Guck mal, wie toll wir das machen. Wir machen das toll, ne? Oh ja, wir machen das so toll. Und weil wir es können... Würde ich schon fast sagen. Schmeißen wir hier auch noch eine hin. Je mehr, desto besser. Und hier drüben auch noch. Und dann haben wir das. Den mache ich aber ein bisschen hier hinten hin, so, ne? Nicht etwa so alles so Spacke haben. Und hier hinten, guck mal.
Warte mal. Moment. Irgendwie so hier hinter, ne? So. Ruhig dahin, ne? So, ne? So, jetzt müssen wir uns mal neue machen. Okay. Das kommt weg. Artischocke Peanut. Wir müssen uns neue machen. Weißer Kram. Wie kriegt man denn noch weiß, außer mit Knochenkram? Nix, ne? Ich glaube, es gibt sonst keine Möglichkeit, ne? Warte mal, das machen wir mal hier rein. Das machen wir auch hier rein. Ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit, ne? Okay, lass uns mal eben pennen. Schläfchen machen. Und zwar schlafen wir mal auf dem Weg. So. Das machen wir mal. Ich mach das mal. Da. Und da sind sie alle wieder. Sehr geil. Okay, wir brauchen Möbel für die Häuser. Klar, wir brauchen ein bisschen ein paar Laternen, weil die stehen hier noch ein bisschen weit auseinander alle. Und wir bauen hier unser Häuschen. Ne? Also hier kommt das letzte Häuschen hin. Das heißt, ich würde jetzt mal... Warte mal. Moment. Wo ist denn der Scheiß? Da ist der Mist. Also, ich würde jetzt mal Folgendes machen wollen. Naja, hier irgendwo geht der Weg rein. Ist ja egal. Ich mache jetzt mal hier die Dinger hin. Obwohl, warte mal einen Moment. Das tun wir weg. Das kommt hier hin. So, und den hier vor. Wir machen mal so ein bisschen so in die Richtung, ne? Und den tun wir mal weg. So. Und hier weiß ich noch nicht, was wir hier an der Seite überhaupt noch machen werden. Eigentlich machen wir hier nichts mehr, weil die sind dann zu weit weg. Ich meine, wir können hier noch ein Haus hinsetzen, weil auch das noch im Bereich des Möglichen ist. Auf der Seite nicht mehr. Das ist zu weit weg. Okay, lass uns mal hier ein Haus hinsetzen. Also das heißt, wie weit ist denn das hier entfernt von dem Ding? Boah, eine Menge, ne? So. Dann ist hier... das Haus. Direkt am Weg. Ne? So. Das heißt, wir bauen jetzt hier mal das Ding auf. Also das heißt, ja, das können wir sowieso wegmachen. Aber hier, das müssen wir mal auffüllen. Ne? Oh, es regnet schon wieder. Haben wir doch vorhin erst vor so einer Stunde. Eine halbe Stunde her, oder? Ja, Stunde bin ich dran. Ja, hier kommt noch ein Haus hin, falls du dich dafür interessierst. Ja. Kannst du mal Platz machen eben? Danke. Ja, genau. Hier kommt ein Haus hin. Und ich würde sagen, wir füllen das jetzt hier mal alles aus. Das heißt, das hier ist alles über. So. Wir haben ja genügend davon, ne? Warte mal, die habe ich hier reingetan, ne? Zack, zack. Ach so, warte mal, da können wir direkt mal den Scheiß hier wegpacken. So, das hier hin, das in die Ecke, das hier hin, genau, so. So. Ich weiß nicht, wie weit wir hier noch müssen, aber...
I don't know how far we got to go for the house, but we're gonna save the house here at this place. So, jetzt machen wir die restlichen Dinger hier hin. So, wie viel brauchen wir denn hier noch? Ein bisschen müssen wir noch. So, haben wir noch einen? Wir haben bestimmt noch welche. Erstmal die Sachen weg hier. Die brauche ich vielleicht gleich noch. Den brauche ich nicht im Moment. Was brauchen wir aber? Wir haben hier auch Platz genug, ne? Also ihr seht das ja. Ne? Also wir müssen jetzt hier nicht irgendwie. Ne? Wir haben Platz genug hier. So. Den mache ich natürlich noch ein bisschen weiter. Also später, ne? Wenn das Haus steht, dann machen wir das neu hier. Dann passen wir den Hügel an. Ich mache das jetzt mal einfach bis hier. Weil das sowieso nicht weiter muss. Und hier machen wir mal einen Zweier hin. So, warte. Mimamo. Mobido. Genau, und hier machen wir dann natürlich auch wieder. Bis hier irgendwo. Genau, guck mal. Dann kommen wir hier genau an diesem Rand aus. Das ist perfekt, eigentlich. So, das machen wir weg. Das können wir wegmachen schon mal. Der kann weg. Auch dieser kann wahrscheinlich weg. Und der könnte weg. So. Jetzt machen wir Folgendes. Wir bauen ein Haus. ja, okay. Also hier ist natürlich wie immer dieser. Dann brauchen wir Kobbel. Wir müssen mal eben die Sachen wegpacken. Und wir machen das natürlich alles im Regen. Und die kommen zuletzt und dann müssen wir vorher auch nach Hause. Weil, ne? Und so weiter. So. Dann haben wir zweimal, also einmal den und einmal den. Ne, so. Und dann haben wir den. 2, 3. Dann Eingang. Fertig. Dann können wir 1 Fenster, Wand. Zack, zack, zack. Weiter. So, also. Ding, dang, dong, dong. Hätten wir das nicht. Ja, aber der läuft hier aus, der Weg, ne? Ich glaube nicht, dass wir hier hoch noch. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir den Weg dann hier irgendwie so schräg hier entlang oder so. Weil dass der so genau am Weg steht, haben wir hier nicht, ne? Oder? Ja, doch. Naja, einen zurück. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, das zu ändern, ne? Okay, pass auf. Lass uns das halt eben ändern. So. Lass uns mal eben den hier nehmen. Fum, fum, fum. Ich mache den jetzt komplett zu, weil, ne, das ist besser. So, das heißt, hier wäre noch einmal der hier. Moment. Ich habe das gerade falsch gemacht, Leute. Das tut mir auch leid. Es tut mir so leid. Oh Gott, es tut mir so leid. Klang, klang, klang. So, jetzt machen wir den hier hin. Genau, jetzt brauchen wir wieder den. Habe ich schon gesagt, dass ich in Minecraft den Regen liebe. Ich finde das total schön. Also wirklich sehr angenehm, so wenn es regnet. Schöne Musik dabei noch. Die man natürlich fast nicht mehr hört dann.
So, also den, dann hier einmal rüber, dann den, da einmal rüber und hier geht's weiter. Das heißt, das sind unsere Fundamente, wie ihr seht. Zum 100. Mal baue ich alles immer mit Fundament, also das mache ich schon immer. 1, 2, 3, Wand. Dann haben wir einmal raus, einmal da raus, einmal weiter. Ja, also ich mache immer Fundamente, so wie Menschen Häuser bauen, so baue ich auch in Minecraft Häuser. Da kommt immer Kobbel runter. Der Monk ruft. Ne, so. Genau, pass auf. Wir hatten ja irgendwann mal Türen. Die würden wir jetzt auch wieder benutzen wollen. Und zwar diese Türe werden wir benutzen. Dann machen wir die Türe wieder weg. Und wir machen mal, was haben wir denn noch? Da, guck mal. So, pass auf. Immer mit Pfusch. Nein, kein Pfusch. Guck, schön Fundament gelegt hier, ne? Nix Pfusch. Kein Pfusch hier. Ja, okay, doch Pfusch. Warte mal, einen zu weit habe ich das gemacht, weil ich den anderen mitgezählt habe, scheiße. So, warte mal, so. Also, er ist hier. Er ist da und da geht's weiter. So, ne? Ist das richtig? Ja, ne? Komm. Warte mal. Ach so, ja, hier. Da hoch, dann einmal weg. Ja, okay, das passt. Hätte ich an der anderen Seite auch machen müssen, aber naja, gut. Jetzt habe ich repariert. Also, 1, 2, Fenster. Nein, so und so. Ne? Dann geht's einmal raus. Ich kann aber erstmal die hier hinsetzen, so. Ich mach mal eben hier ein bisschen Schläfchen. Weil jetzt wird mir das mit Dunkel und Regen, das finde ich dann irgendwie, auch nicht so. So. Die Dinger kommen hier hin. Das ist mir zu nah. Das heißt, da müssen wir nochmal einen weggehen. Von der Dings runter. Ach ja, Herr Techniks, falls du noch hörst. Der gute Mann hat heute Morgen seinen Account, Ginea-Account. Ich habe den mal ausgeräumt, leergeräumt und dies und jenes. Also ich werde jetzt mal einen neuen Char anfangen, weil den habe ich jetzt getestet genügend und so. Ja, genau. Ich werde einen neuen anfangen, habe ich beschlossen. So, also Wand, dann 1, 2, 3 Fenster, Wand, dann raus, hierhin und da geht's weiter. Genau, so. Und da unten kommt, ich werde, also, das Testen ist beendet. Ich hab das Testen habe ich beendet. So. Wir machen Cobblay. 1, 2, 3 Fenster, Wand. Und jetzt haben wir erstmal keine Cobblays mehr. Cobbles. Nein. Nein, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Nicht wirklich, Leute. Komm. Wegen Cobble. Ja komm, dann machen wir weiße Geschichte hier. Moment, also, da ist Bone Meal. Warte, dann machen wir das anders, dann mache ich das so. Und dann gucken wir gleich mal, wie viel wir noch zu Hause haben von dem Schrott. Aber wir haben, glaube ich, auch Bone Klötze, meine ich. Also, ich bin mir fast sicher, dass wir Bone Klötze haben. Also so Blöcke. Klötze, Alter. Ah, Klötze. Da war ein Loch im Boden. Ich hab's gesehen. Aber ich als alter Jump'n'Runner hier, ne? Ich bin ja der Beste gewesen früher, ne? Als ich noch jung war, ne? Da war ich ja der beste Jump'n'Runner. Also ich war nicht der Schlechteste, das weiß ich auch. Also das kann man hundertprozentig sagen. Also ich weiß, wer der Schlechteste war. Also der war ich nicht. Ich war nicht der Schlechteste.
Aber ich war auch nicht der Beste, also von daher. Ja. Puh. Hallo Bäume, ihr müsst leiden, ne? Tut mir auch leid für die. Also, tut mir leid, dass ihr leiden müsst. Und die nehmen nicht einen und machen den fertig zu Ende, sondern die gehen immer weiter, die ziehen immer weiter, die Arschlöcher. Es tut mir leid. Die sind so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wie die sind, aber nicht gut drauf. Hallo. Was machst du denn hier hinten? Was bitte tust du hier hinten? Kämpft ihr? Habt ihr euch geknutscht? Habt ihr das gesehen? Abgefahren, oder? Hey, Billy Bo. Was ist denn los mit dir? Bist du auf der Suche nach Futter oder was? Hier ist nichts. Ja, dann geh mal in die Höhle. Da ist Wasser. Wohin gehst du? Alter, wohin geht die? Jetzt geht die zurück. Hallo. Erkunden. Wahnsinn, oder? Was die alles können. Und ich drücke schon wieder den falschen Knopf. Sass. Kann man nichts machen, ne? Und ich werde heute wenig porten, damit wir nicht wieder dieses laggy Feeling haben, so nach 3 Stunden, 4 Stunden. Wenn das denn hilft, weiß ich natürlich nicht. Das werden wir dann sehen. Hallo, ihr. Hallo, ihr alle. Da bin ich wieder. Hey, ja. Tut mir so leid, Lilly. Es tut mir leid immer noch, aber ich kann nicht ändern. Ich kann die nicht mitschleppen. Boah, das wäre so nervig, ne? Es tut mir so leid, aber ich kann nicht. Ich kann die nicht mitschleppen. Die fliegt immer nur rum und macht und dann wird die gekillt von irgendwem und so, ne? Und da habe ich, boah, da würde ich weinen. Das machen wir nicht. So. Boneblöcke. Okay, wir müssen dieses Ding mal auseinandernehmen, dieses komische. Also. 1, 2 Stacks. Two Stacks. Of the bony Dinger. 4. Einmal. Zack. 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 Man kann sie ja fast nicht unterscheiden, ne? Achso, das ist schon White Dye, okay. Ja, dann. Okay, dann brauchen wir gar nicht so viele Bonies. Bonies. Oh, ey, warte mal. Wir nehmen die einfach mal mit, ne? Bonies. Weil, für alle Fälle. So, wo haben wir denn diesen anderen Schrott jetzt? Hallo? Habe ich die da mit reingetan? Nein, ne? Alter, ich bin manchmal, ne? Also manchmal bin ich so, boah, ne? Snowblind, sagte man. Ich meine, keiner weiß mehr, was das ist zum Glück. Snowblind. Oh, da ist, oh ja, Snowblind. Alles klar. Wie viele haben wir von denen noch? Wenn ich mal fragen darf. Hallo, Schrank. Darf ich mal fragen, wie viele wir von diesen Laternen noch haben? Hm, das ist schön. Dann würde ich gerne mal 2 Stacks mitnehmen. Oder vielleicht sogar 3. Danke. Boah, gut, dass wir die mitgenommen haben immer. Aus den Dörfern und so, ne? Von wegen, ja, nimm mal nicht alles mit hier, ne? Weil das ist ja scheiße, wenn du alles mitnimmst. Ja, aber wir werden die noch brauchen. Ja, so viel kann ja keiner brauchen. Mhm. Okay, ich hab dich auch lieb. Nicht. So, jetzt aber. Da dürfte, ne? Also ich meine, jetzt mal im Ernst, Leute. Oder? Also jetzt ganz im Ernst, oder? Dürfte reichen, ne? 3 Stacks haben wir erstmal fürs nächste. Ja, genügend. Also hier haben wir auch ein paar Möbel schon drin, aber noch nicht wirklich viele. Was wollte ich noch? Nix, ne? So, für die Küche. Weiße Stühle, Classic.
Haben wir weiße, komplett weiße, warte mal. Chair. White Mangrove. Birke. Ghost Chair. Naja, was macht der? Shift left click to change the rotation of the chair. Und was macht der noch? Nix. Okay. White. Basic Wood. Diorite. Quarze. Dining Dings da. Okay. Mangrove gibt's wohl nicht. Stone. Modern Quartz. White Arm. White Mangrove Chair. Ja, fuck up. Guck mal. Und der, ja gut, da kann ich mir jetzt nicht angucken, wie er gemacht wird, aber okay, gut. Also es gibt White Mangrove Chair. Chair. Von den Sachen brauchen wir dann also nichts, wenn wir White Mangrove nehmen für alles, ne? Wir richten den halt so richtig schön so kitschig in White Mangrove ein. Ist ja vollkommen im Trend, ne? Also heutzutage, ne, wenn man jetzt irgendwo reingeht, ne? Hallo, Küchenstudio, ich hätte gerne eine Küche. Ja, so White Mangrove ist schon sehr im Trend, also das können wir schon sagen. Kostet natürlich ein bisschen mehr, aber ich denke, das sollte es ihnen wert sein, weil man baut ja nur einmal. So sind sie. Genau. White Mangrove wird verwendet werden, dann irgendwann demnächst. Ja, wir haben ja auch noch genug Ebenholz. Lieber Ebenholz? Ach so, meinst du? Ja, immer ein Freund von mir, der hatte mal so ein ganz kleines Segelboot, ne? Der hat sich damals ein ganz kleines Segelboot gekauft, ganz verwrackt. Und dann hat der, weil der Schreiner war, hat er Wengeholz genommen, um das auszukleiden. Und das ist halt wunderschön. Ne? Das ist so ein dunkles, schwarzes auch. Aber kostet halt echt Schweinegeld. Und der hat das halt zu einem guten Preis gekriegt, sagen wir mal. Ja, Ebenholz. Ich dachte, du meinst jetzt hier, weil wir hier in Ebenholz ja schon... Guck mal, wir haben ja... Warte mal. Wir haben ja in Ebenholz. Hier, Ebony-Fans. Wir haben ja dieses Dunkle schon. Und ich habe eine Menge von dem Ebony. Also wir können auch in Ebony bauen. Aber ich finde, Alter, die Schränke und dieser Kram, die sind echt dunkel. Also echt dunkel. So richtig dunkel. Halt ebenholzmäßig. Und hier in Minecraft zum Glück nicht so teuer, aber draußen, ja. Also ich glaube nicht, also ich glaube, insgesamt wäre, glaube ich, Ebenholz nicht so meine Liga, um das jetzt mal vorsichtig zu sagen. Also ich glaube nicht, dass ich ein Mensch für 3,5000 was auch immer wäre, bin, ne? Also, glaube ich nicht. Ja. So. Okay. Wir bauen erstmal die Hütte da oben zu Ende, weil wir es können. Wir müssen die Dinger hier nochmal neu stellen, übrigens, ne? Wollte ich nochmal gesagt haben. Weil, ja, ich den Abstand jetzt doch ein bisschen verkürzt habe zwischen den einzelnen Fackeln oder Laternen. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich glaube, ich habe mit einem Walfisch zusammen im Bett geschlafen die Nacht. Genau, das war das, ne? Ich glaube, das war walisch, ne? Ja, ich meine schon. Also geil gemacht, auf jeden Fall, ne? Also Frau Engelke, peace out sowieso. Eine abgefahrene Dame. Und ja, genau. Ja. Ja, wahrlich. Der Herr Technics lässt mich trinken. Ja, das tut er. Und Koppel habe ich jetzt noch vergessen. Okay, wir gehen nochmal zurück, weil ich werde heute nicht porten. Celebration. Time, come on. Nein, danke. Vielen Dank. Also, ich muss erstmal trinken. Also, hier gibt es bei mir im Moment, weil Angebot 69 Cent.
7-Up. Ich bin im Moment so, ich brauche irgendwie, ich kann das nicht anders im Moment, wenn es so warm ist und Sommer wird. Ich brauche im Sommer irgendwie, ich komme im Winter, ne, ich habe kaum irgendwas anderes getrunken, Leute, außer mal diesen Eistee. Ich komme mit Wasser echt gut durch, ne, aber jetzt, ich merke, ich brauche diesen Zucker. Also ich brauche Zucker. Da bin ich so wie der alte. Ich brauche Zucker. Gib mir den Zucker. Ja, wenn es da irgendwelche gibt, irgendwann, dann würde ich die erstellen und dann würden die automatisch laufen, aber so lange muss ich die selber machen, ja. Ich muss ein bisschen singen. Und dann habe ich gedacht, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube Cool and the Gang, ne? Ich meine Cool and the Gang. Celebrate. Wow. So irgendwie, ne? Ja. Und Cool and the Gang, Alter, also eine meiner, also nicht diese Disco-80er-Phase, aber davor, die haben, boah, so tolle Musik gemacht. Das ist auch eine meiner, auch wenn ich nicht viele Sachen von denen zu Hause habe, also jetzt als Schallplatten gekauft habe, früher Vinyl oder so, da war ich irgendwie nicht so drauf, aber ich habe die immer gehört. Also die waren immer auf Kassetten drauf, weil ich mir die irgendwo besorgt habe oder so und ja. Habe ich auch im Auto jetzt noch, also im Auto habe ich auch noch einen Stick, wo so ein Oldie-Mix drauf ist, so, ne? So 60er, 70er Jahre Oldies von damals, so coole Sachen halt. Cool, natürlich cool, klar, ich bin cool, die Sachen sind cool, ne? Nein, da ist auch Cool and the Gang drauf, die haben so gute Sachen gemacht zwischendurch, wirklich. Also auf jeder Platte, es ist nicht meine Favorite Band, war es auch noch nie. Aber auf jeder Platte sind ein, zwei Sachen drauf, die sind so abgefahren gut. Und Celebrate Good Times, come on, gehört nicht dazu. Nur um das mal klar zu sagen. Das ist ein guter Disco-Kram, das kann man auf Partys und so. Ich habe da gar kein Problem mit. Und lieber irgendwas Handgemachtes, weil das sind Typen, die echt ihre Instrumente richtig gut drauf hatten und haben. Aber nee, also Celebrate, Good Times und so, das war eher so ein Hitparaden-Scheiß. Ist nicht so meins, aber die haben tolle Lieder, also richtig tolle Lieder gemacht. Also das ist, auf jeden Fall steht mal fest, eine coole Band gewesen oder ist noch. Ich glaube, die treten sogar noch auf, meine ich. Ich weiß es aber nicht genau. Also, 1, 2, 3, 4. Ich nehme mal 4 Stacks mit. Und ich tue die 4 Stacks mal hier rein. So, warte mal, das tue ich mal weg. Das ist stripped, ne? Ja, genau, das sind diese Panel-Dinger. Und dann tue ich das hier mal, warte mal, das hier runter. Und genau, die kann ich auch so machen. Ja, genau, guck mal. Guckst du. Ja. Herr Technik, ich trinke auf jeden Fall nochmal. Vielen Dank für die Erinnerung daran, dass ich trinken soll und vielen Dank für die 500 Fritten. Vielleicht gibt es irgendwann mal noch Mayo und Ketchup dazu. Mal schauen. Oh. Ich muss eben was gucken, ihr Lieben. Oh. Nein, das kann ich jetzt nicht. Sprachnachrichten gibt es jetzt nicht. Genau. Die mache ich nachher mal klar. Die werde ich mir nachher mal anhören. Eine Freundin von mir, die ist die kommt aus Afghanistan, also die ist Afghanin und also ihre Familie sind alles afghanische Menschen und gute Freundin seit über 10 Jahren schon kenne ich sie. Ich habe sie damals mal kennengelernt. Auf jeden Fall, also die Najiba, so heißt sie. Und die, die hat mir jetzt gerade geschrieben und zwar habe ich heute Morgen, die postet immer so afghanische Schriftzeichenkarten, so Postkarten, wie unsere Mädels das hier machen, weißt du, so mit
Blümchen drauf und all so ein Schrott, ja, und das steht daneben immer. Der Tag soll dein Freund sein für, ne, das gute Wetter ist, bla bla bla, halt dieser Quatsch, den Frauen so machen, weißt du, oder Männer auch, aber nein, Mädels machen sowas. Die verschicken auch zu Weihnachten diese grauenhaften Videos mit Santa Claus drauf und so. Naja, egal, auf jeden Fall. Die hat immer in ihren Profilbildern oder in ihrer Story oder sonst wo, tauchen immer diese Postkarten auf, ja. Und ich weiß ungefähr, was draufsteht, aber ich kann es nicht lesen, weil da diese Hieroglyphenschriften sind. Also Afghanisch, es sieht so aus wie Singalesisch oder so. Also so ein bisschen wie indischer Schreibkram, so in die Richtung halt. Ne? So Pakistan und so, die schreiben ja alle so. Also das ist alles unterschiedlich. Also die schreiben nicht alle so, um Gottes Willen. Die haben alle, das ist so wie mit Sprache und Schrift. Das ist ein Land weiter, so wie hier auch, kannst du nicht sagen, das ist ja dasselbe, Frankreich, Französisch, ne? Das ist eine andere Sprache, eine andere Kultur, ein anderes Ding und bla. Und afghanische Sprache ist, und geschriebene auch, ist nochmal was anderes, ja? Nur, dass nicht irgendjemand wieder meint, ich bin ein Idiot oder so, ja? Ich tue oft so und ich finde das auch total gut. Ich kann da nämlich super mit umgehen, ein Idiot zu sein oder so zu tun, als ob oder nicht oder einer zu sein von mir aus, ja? Das kann ich super. Und die schreibt dann so Postkarten, die haut dann so Postkarten in ihre Dings und ich weiß ungefähr, was draufsteht, weißt du, so, ich sehe das und so eine Blume und dann, möget ihr alle einen schönen Morgen haben, so ist die auch drauf, weißt du, so, hey, ich wünsche euch alle einen schönen Morgen, sowas zum Beispiel, ja, nur als Beispiel. Und dann habe ich ihr heute Morgen dann geschrieben, hey, ich habe zwar keine Ahnung, was da steht, ne, kein Plan, aber das sieht so schön aus, die Schrift ist so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ne, diese arabische, da hinten arabische Schrift, wo es schon so in diese Richtung geht, so Singalesisch, Indisch und so, die schreiben so Kringel und machen so kleine Pünktchen und ne, solche Sachen und so Schlangenlinien und so und das sieht so geil aus. Und jetzt hat sie mir wahrscheinlich geantwortet, damit ich weiß, was sie da für Bombennachrichten, ne, das sind ja alles so Drohnachrichten, Bomben, Drohungen und so weiter. Die schicken ja nur Verschwörungstheorien und so, ne, das ist ja alles, die unterhöhlen ja unseren Staat hier in Halle und so, ne. Die hat mir jetzt wahrscheinlich geschrieben, was es heißt, ne, damit ich eine Übersetzung kriege. Und dann werde ich sagen, oh, wie schön, weißt du, so. Naja, das ist total süß. Und ja, wie gesagt, ich kenne sie schon sehr, sehr lange oder mittlerweile relativ lange. Und wir haben uns kennengelernt, viel geredet und so. Die hat auch so eine Geschichte, so eine klassische Geschichte hinter sich mit Flucht und allem drum und dran. Und wenn man das, die ist mit zwei kleinen Kindern, boah, das kann man ruhig mal sagen, das ist ja vollkommen egal. Najiba, dich kennt ja keiner, also selbst wenn, ist ja kein Geheimnis. Also, die Najiba ist da mit, also die war damals schon verheiratet in Afghanistan und dann ist der Krieg praktisch, also da wurden ja Leute verfolgt praktisch, die politisch jetzt nicht ganz so korrekt waren oder nicht so linientreu waren und dies und jenes und bla bla bla. Und dann gab es immer mehr Ärger, das war ja damals so, damals, ja. Und sie ist, der Mann, ihr Mann hat dann gesagt, pass auf, du bist hier nicht mehr sicher, weil wir sind zwar keine, also das sind keine, ich kenne sie ja selber. Sie ist weder politisch dagegen noch dafür, sondern einfach eine eher dafür und macht auch mit und alles gut und so. Also nicht bös gemeint, sondern wirklich, also keine Linientreue, aber auch kein Revoluzer oder so ist sie nicht. Weder politisch noch gedanklich noch sonst was. Also ein ganz normaler Bürger eigentlich. Aber es war halt so, es ist in manchen Staaten echt nicht gewünscht, dass jemand überhaupt mal irgendwie was anderes sagt, als das, was oben gesagt wird oder so, ja. Und der Mann war halt ein ganz normaler Typ. Also ich habe ihn damals mal kennengelernt kurz, also wirklich nur ganz kurz. Und der hat dann gesagt zu ihr da in Afghanistan, hey, nimm mal die beiden Kinder, anderthalb und zweieinhalb oder so. Nimm die mal und ich habe hier ein paar Leute, 80 Leute oder was weiß ich, haut mal ab hier. Ich komme dann nach. Also eine ganz, 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 ganz schlimme Geschichte eigentlich. Und dann ist die mit den zwei Kindern praktisch, also ich weiß nicht, ob die ein Jahr und zwei waren oder anderthalb. Ich meine anderthalb, das ist echt lange her, dass wir darüber geredet haben. Anderthalb und zweieinhalb, also noch kleine Kinder oder drei oder was war der Sohn, glaube ich. Und die hat die rechts und links an die Hand genommen und ist losgelaufen, gegangen mit anderen Leuten. Und von diesen Leuten, ich sag jetzt mal 80, ich meine, das wäre die Geschichte gewesen mit 80 Menschen,
das habe ich auf jeden Fall als Zahl im Kopf. Waren auf jeden Fall nicht, sie war nicht alleine, ja, sondern sie ist mit anderen Leuten da mitgegangen. Und von diesen 80 sind halt wirklich nur ein paar angekommen und die anderen sind. Und die mussten zwischendurch alles, die sind bis in die Türkei, also bis an die Grenze praktisch, sind die 4.500 Kilometer gelaufen, ist sie mit ihren Kindern geflohen. Nicht, hey, wir gehen mal spazieren, ja, so, sondern die sind geflohen. Und ab dem Tag, wo die da weg sind, hat sich dann natürlich ganz schnell rumgesprochen, dass die Frau weg ist mit den Kindern. Und dann hat die von ihrem Mann praktisch Jahre nichts gehört. Da war kein Kontakt. Alle wurden da, also das ist wirklich, ne, also, ne, so. Und der ist dann Jahre später dann hinterhergekommen praktisch nach Deutschland. Also sie ist nach Deutschland mit den Kindern und die haben sich, die hatten lange, lange, lange Zeit keinen Kontakt und so. Und wenn du daneben sitzt, dann denkst du so, boah, Alter, na, so was will ich. Also erstens mal, boah. Also erstmal wünscht man das niemandem, dass einem sowas passiert. Und ja, das ist es eigentlich schon. Man wünscht das niemandem und das ist schrecklich ohne Ende. Und wenn man dann heute dieses undifferenzierte Getue hört von den miesen Drecks-Nazi-Parteien und Anhängern, die sich, klar, wir reden alle darüber und es ist sicherlich mal zu regeln und es wäre mal gut, Bildung vorher zu schalten und die Schulen zu reparieren und dies und jenes, bevor wir hier Tausende von Leuten aufnehmen, ja, und wir sind. Aber es geht nicht anders. Die Leute sind nun mal da, ja, und das ist auch gut so. Jeder hat ein Recht. Im Grunde genommen ist es so, wenn man das, auch wenn man es selber vielleicht anders sieht, jeder hat ein Recht zu fliehen, woanders hinzugehen. Und ja, es ist halt schade, dass wir, dass die Politiker nicht sich um unser Land kümmern und dass es uns Leuten gut geht, sondern diese Spaltung noch weiter vorantreiben. Aber daran, also ich habe es ganz nah, das ist jetzt nicht das einzige Beispiel, weil ich habe in meinem Leben, dass Menschen mir solche Geschichten erzählt haben und sagen, hey, pass mal auf, das Leben kann auch ganz anders sein. Guck mal, hör mal, ja. Und dann denkst du nur, what? Ja, und du bist halt wirklich, wenn du dich da reinversetzt, weißt du, bist du, boah, dann, ja, läuft dir kalten Rücken runter, weil du denkst, boah, das darf niemandem passieren, ja, sowas. Ja, was da alles, ne, und da sind eben Leute gestorben unterwegs, ja. Das ist nicht so, dass die alle angekommen sind oder so, sondern da sterben halt Leute. 1, 2, 3 und nochmal, dann geht's hier raus. Dann geht es da raus. Ne? Und wenn man das so nah hat, das ist schon krass. Also das ist schon eine krasse Geschichte. Und wenn man dann dieses ganze Gefasel hört, ja. Also die meisten von den Flüchtlingen zum Beispiel, die landen ja nicht hier alle. Ja, klar, wir sind immer an zweiter Stelle. Also es ist immer irgendein Land. Bei den Syrern zum Beispiel sind die meisten geflüchtet in die Türkei. Ja. Klar, es wird nachher nicht gesagt, wie viele von der Türkei aus weiter flüchten nach Deutschland. Das ist wieder eine andere Sache. Da kann man sich ja angucken. Ja? Also mit diesen 750 oder 800.000, die wir da von Syrien angeblich, ne, und so, das ist wahrscheinlich eine Menge mehr an Leuten, ja. Aber wir sind nicht die, wo die alle hingehen, ja. Die gehen, klar, viele kommen hierhin. Aber die haben erstmal Länder, wenn irgendwo eine Krise ist, wenn das eben wirtschaftlich auch oder Krieg ist oder, ne, dann klar haben die Länder, die daneben liegen, wo die erstmal hingehen. Ja, das ist nun mal so. Also die Menschen flüchten erstmal in die Nachbarstaaten. Ja, weil alleine die Kultur, die gleiche ist oder die eine ähnliche ist, nicht die gleiche, aber eine ähnliche ist, ja. Und die Sprachbarriere vielleicht nicht ganz so, weil irgendeiner die Sprache vom Nachbarland eben spricht in deiner Familie oder sonst was, ja. Oder man hatte die in der Schule gelernt oder nicht. Ich weiß nicht, wie das genau abläuft im Einzelfall. Aber ja, es ist halt so, wenn man dann dieses Gewäsch von den Menschen dann so zum Teil miterleben muss, und hat immer diese Story so im, also diese Geschichte, nicht Story, ich will jetzt mal nicht dieses dumme Wort sagen, Story, im Hinterkopf, dann kann ich manchen Leuten einfach gar nicht zuhören. Ich weiß, das bringt Probleme und wir können jetzt auch gerne die Diskussion darüber eben führen, was unsere Politiker mit dem Geld, was wir denen anvertrauen, machen. Die reparieren keine Schulen seit 30, 40 Jahren und die erzählen uns immer dieselbe Scheiße von wegen,
Ja, das würden wir gerne, aber das können wir ja nicht. Und die sind, ja, wir werden alles gut machen, tun sie aber nicht. Na, also klar, die verarschen uns, volle Pulle, das wissen wir ja. Aber das macht die Sache nicht anders, dass da Menschen kommen. Das liegt an den Leuten, also schmeißt die Steine nicht. Und das ist das Einzige, was ich dann am Ende jetzt sagen möchte. Schmeißt die Steine nicht in Richtung von den ausländischen Mitbewohnern, ja, von den Migranten, Flüchtlingen, wie auch immer ihr die nennen wollt. Weil die haben es nicht verdient. Manche sind Arschlöcher, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, gibt es in jedem Land. Arschlöcher und nette Menschen. Hier kommen auch viele Arschlöcher hin. Vielleicht sogar, wie manche Freunde von mir aus anderen Ländern mir sagen, sind es schon ein hoher Prozentsatz, 30% von den Arschlöchern, die da drüben nämlich Arschlöcher sind. Ne? So, na, haben wir ja diese ganzen, ach, wir können jetzt stundenlang können wir reden darüber, Mann. Ne? Aber macht die nicht dafür verantwortlich für. Geht gegen die Politiker vor. Ja. Wählt die nicht. Ja. Wählt diese Wichser nicht. Keine Nazis wählen, keine Bonzen, Drecksäcke, Klientelparteien wählen, ja, sondern werdet mal ein bisschen kreativ. Wählt mal die Leute, die vielleicht wirklich hingehen und mit unserem Geld die Schulen reparieren, Bildung streuen, damit Menschen alle die gleiche Chance haben. Ja, aber wenn du in einem Land bist, ja, wo du keine Chancengleichheit hast, nirgendwo. Ist das so in diesen Ländern, ja? Du kannst deine Kinder da nicht zur Schule schicken, ja, weil die, du kannst vielleicht eins zur Schule schicken, wenn überhaupt. Und das ist nicht mal irgendwie in Hottentottenland, sondern nimm mal Rumänien zum Beispiel oder solche Gegenden. Du kannst nicht alle Kinder zur Schule schicken, du hast 4 Kinder oder 3, ja, und du kannst, wenn du Glück hast, kannst du eins zur Schule schicken. Und die Ausbildung, die da kriegen, ist natürlich auch nochmal eine Frage. Klar kann man dann im Kopf sagen, hey Mädel, lass uns unsere 4 Kinder schnappen, lass uns hier weg. Einfach aus wirtschaftlichen Gründen sogar. Lass uns hier weg. Ich will meine Kinder in die Schule schicken. Ich will, dass es denen gut geht. Und da tun sie hier in Deutschland. Verdammt nochmal, uns geht's hier gut. Ja? Also es gibt never ever eine Begründung, Nazis zu wählen. Und es gibt auch keine Begründung, Ausländer dafür zu verantwortlich dafür zu machen, dass hier alles kaputt geht oder sonst was. Ja? Wendet euch an die Richtigen, die es verdient haben. Und seid mal ein bisschen differenzierter. Und wenn ihr solche Geschichten nicht kennt, dann geht mal raus vor die Tür. Ja, weil Kultur ist manchmal mehr als, ja, Gyros, Pita, das sind die Griechen und Döner, Kebab, das sind die Türken. Alter, da geht eine Menge mehr ab als das. Dann gehört zu denen, klar dazu, zur scheiß fucking Kultur. Die scheiß Dönertaschen und diese blöden Pita-Dinger auch, ja, das gehört nochmal dazu, aber verdammt nochmal, Kultur heißt was ganz anderes. Kultur ist viel, viel größer als das. Es wird immer so getan, als wenn das so ist, weißt du, so, ja, die Moslems alle sind, nur als Beispiel. Ja, das ist halt so ein blödes fucking Thema auch, ey. Naja, ist egal. Punkt, ich muss mich beruhigen. Ich beruhige mich gerade. Obwohl mich eigentlich gar nichts aufregt im innen drin, weil ich in dem Moment, wo ich sowas sage, zum Beispiel, wo ich sowas erzähle, ich freue mich, dass ich nicht so ein Wichser bin. Das muss ich einfach mal sagen. Ich freue mich, dass ich zum Beispiel die Najiba kennengelernt habe. Die guckt sowas nicht wie hier. Die spielt auch nicht. Das ist eine ganz andere Dame. Aber viele, viele Grüße, liebe Najiba. Ich bin so froh, dass ich dich irgendwann mal kennengelernt habe. Und wenn wir nicht so weit auseinander wären, dann würden wir öfters mal abends essen miteinander und deiner Familie. Und ich würde es genießen, euer Essen zu essen, weil ich liebe, liebe, liebe dieses Zeug. Ja, ich mag einfach dieses Essen da sehr. Also afghanisches Essen kenne ich von jemand anderem noch. Und ich mag diese Kulturen. Die bringen mir so viele neue Dinge in mein fucking deutsches, kleinbürgerliches Denkwesen rein, ja, und sprengen mir meinen Kopf in eine Richtung, wo gut ist, weil ich bin ein alter Sack. Ja, ich bin ein alter Mann, der damit klarkommen muss, so wie alle alten Männer. Guckt euch mal alte Leute allgemein, guckt euch mal die Omas und Opas an, ja. Ich meine, ich bin noch weit weg von Oma und Opa, aber. Guckt euch die mal an, wie die festgefahren sind und nicht mehr mit der Welt mit können, ja. Egal, ob das gut ist oder schlecht, aber ich glaube nicht, dass hier so viele rumrennen, die was Schlechtes wollen. Komische Sachen wollen die, ja, klar. Aber und da muss man mitgehen. Man muss bereit sein, sich auch, wenn man älter wird, noch zu verändern. Und wenn man das nicht mehr tut, dann, ja, weiß ich nicht. Ich finde, das ist ein Anspruch. Sich zu verändern, alles ist in Veränderung, immer, jeden Tag, alle Dinge verändern sich und
Wie sagt der Oswald von Goethes Erben, der Sänger, ist nicht meine Band, um Gottes Willen, ich kenne ihn privat. Deswegen, die Mitte ist niemals mittig. Das ist von Henke, seine zweite Band. So ist das. Und wenn man das weiß, Veränderung ist immer gut. Ja, und aus alten, festgefahrenen Sachen rauskommen, ist noch besser. Nur tun viele nicht. Das ist das Problem. Und ich fühle mich dann in dem Moment echt, denke ich so, boah, Glück gehabt, dass du nicht so ein Wichser bist. So ein starrer, festgefahrener Wichser. So, Punkt. Ansprache zum Sonntag. Wir haben erst Mittwoch. Amen. Oh, schönes Wetter. Amen, Amen, Amen. Ja, mit H. Mit H. Ein Amen mit H. Ach, alles gut. Ich werde auf keinen Fall, ich werde das genauso halten, wie ich es hier jetzt auch mache. Ich werde auf keinen Fall mal so einen Abend machen hier mit diesem Gelaber und Getue und so. Vielleicht Themenabend, ja, die könnte man mal machen. Aber da ich mich selber nicht umsonst als einen ziemlich dummen Menschen bezeichne, müsste ich immer irgendwie mehr Leute einladen, mit denen ich rede über bestimmte Themenbereiche, weil die sich da auskennen. Fände ich sehr interessant. Also so podcastmäßig, nicht zur Unterhaltung in dem Sinne, aber auch nicht zu ernst, aber schon mit einem Plot. Das fände ich gut, aber nicht hier so. Werde ich nicht machen, glaube ich. Also Reacts schon, das ist mir, ne, das habe ich ja die letzten Wochen öfters, oder vor ein paar Monaten habe ich das öfters gesagt, dass das der Plan wäre, darüber mal nachzudenken und dies und jenes und so. Und dann war ja so dieser Auslöser irgendwie, wo ich irgendwann begriffen habe, das wäre das Letzte, was ich tun würde. Also wirklich, das mache ich nicht. Weil, wie die sich alle für Klicks dann Maul zerreißen und um dann nachher so zu tun, nein, eigentlich will ich das ja gar nicht machen. Und die anderen machen das ja alle viel schlimmer und ich bin ja noch, ne, hey, du machst genau dasselbe. Du redest darüber gerade, dass das schlecht ist, zu reacten auf irgendwelche Sachen und sich dann Maul zu zerreißen, im Positiven oder Negativen, spielt nämlich keine Rolle. Und du machst es aber selber. Und da mache ich einen Punkt für mich, ich werde es nicht tun. Und wenn es sich das ändert, dann dürft ihr mich strafen. mit Armen. Eine Taste mit Armen. Ja, ich könnte hier auf C, ne? Auf C ist so ein bisschen Ruhe bei mir. Also ich habe auf C, ich kann das ja mal eben durchgehen, wir können ja mal eben durchgehen, als amerikanische Gospel-Version. Das ist gut, dann, das werde ich tun. Wenn ich eine gute finde, die relativ kurz ist, also so 7, 8, 9, 10 Sekunden maximal, also 7 bis 8 Sekunden. Also ich habe hier drauf, den kann ich nicht austauschen, weil manchmal brauche ich den selten, aber... Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja, bin ich. Ich habe für meine Abwehr gegen diese Wichser, die ab und zu reinkommen, so wie dieser die böse Hexe des Nordens und so, die kennt man ja, die Frau. Genau, ja, kann ich ja rauskarten. Aber ich brauche ein schönes Ding. Am besten vielleicht eins von Kanye West, von dem Gospel, von dem Sunday Church Gospel Ding, ne? Das wäre gut, weil Kanye ist wirklich ein abgedrehter Wichser. Also, das passt ganz gut zu mir. Ich habe noch für die Abwehr dieser ganzen Penner und Oberwichser, die hier manchmal reinkommen. Stop it. Get some help. Genau, get some help. Und die beiden letzten könnte ich rausnehmen, eigentlich beide, weil die benutze ich nie. Also ich benutze nicht. Könnte ich öfter mal benutzen, aber. Und den noch. Den kann ich tauschen. Ja, den tausche ich. Ja, den werde ich tauschen. Den Clap nehme ich raus, weil der ist zu gewohnt. Den hat der Lackenloller, der hat den auch. Der Dave, der benutzt den auch. Deswegen, also ich könnte das ohne schlechtes Gewissen auch einfach rausnehmen, weil wenn der das macht, reicht das. Also das muss ich nicht auch noch benutzen. Benutze ich auch nie. Also ich habe, glaube ich, einmal drauf gedrückt. Aber ich werde den Gospel mal in mein Leben einbauen, ja. Oh yeah. Amen. Ich schreibe mir das so auf. Kanye West.
Sunday Church. Amen. Oh yeah. Alter, das ist sowieso das Beste, ne? Diese Sunday Church von Kanye West, boah, die habe ich mir vor anderthalb Jahren, zwei Jahren. Da war so die Zeit, als das rauskam, wo der, ja, jetzt ist er ja irgendwie, weiß ich nicht, auf was für einen Trip. Boah, da sind so schöne Sachen bei, ne? Also diese Gospel-Dinger da, auch der Auftritt da auf dem Festival und so. Alter Schwede, ne? Das sind so tolle Erlebnisse, die da präsentieren. Wirklich, das ist so Hip-Hop, Soul vom Feinsten. Also Gospel, Hip-Hop, Soul gemischt mit einem wahnsinnigen Künstler, der total einander Klatsche hat auf jeden. Aber Kanye West ist für mich ein, das ist so, er ist zwischen Genie und Wahnsinn. Er ist genau das. Also im Duden, wenn da steht so zwischen Genie und Wahnsinn, dann ist ja eine Erklärung darunter so textmäßig und daneben ist ein Bild von ihm. Weil er ist so, boah, ich weiß gar nicht, er macht, wenn man sich die Platten, also wenn man auf Hip-Hop steht, man muss natürlich auf Rap und Hip-Hop stehen, sonst macht das keinen Sinn. Wenn man drauf steht, Kanye West-Alben haben Lieder drauf, immer ein, zwei, die knallen dir den Kopf weg. Die sind der Hammer. Und textmäßig, wow, ja, das ist so, also schon Oberliga. Das ist so, das ist nicht ganz Eminem, aber es ist schon so wirklich die Oberliga der Oberliga. Also da gibt es nicht viel drüber. Also Kanye gehört auf jeden Fall für mich persönlich dazu, immer. Aber jetzt gerade in den letzten zwei Jahren sehr, sehr hart abgedriftet. Also man weiß ja nie so genau, wie es gelaufen ist, aber auch diese Verkleidung, die er da jetzt hat und hallo Shui, möchtest du mir was sagen? Ich verstehe dich sowieso nicht, falls du jetzt wieder mit anfängst. Gib mir nur die passende Stelle, ja genau, das habe ich ja. Ich habe es mir jetzt mal aufgeschrieben und ich werde mich da mal drum kümmern. Und dann kannst du das die Tage dann hier bei mir einfordern. Herr Techniks. Ist überhaupt kein Thema. Kriegen wir hin. Die gehen schon mal alle gucken. Da ziehen neue Leute ein, Schui. Du kannst ruhig gucken gehen. Ist kein Problem. Geh mal rein. Ist cool, oder? So ähnlich wie euer Haus. Ich wollte mal dasselbe. Aber das ist ja nicht schlimm. So. Hey, ich mach mal eben den Fußboden, würde ich sagen. So, ja, und ansonsten, boah, guck mal, das Thema ist jetzt auch schon abgerödelt. Genau. Ich kann verstehen noch eine Sache. Ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die in ihrem Leben, sagen wir mal, sehr deutsch, also deutsch jetzt im Positiven sogar noch, deutsch leben, also die nicht viel Kontakt außer Döner holen oder Pizza holen oder so, viel Kontakt mit Menschen haben, die ausländischer Herkunft sind oder anders. Ich weiß gar nicht, warum man da heute noch drüber redet. Das habe ich ja schon mal vor Monaten oder Jahren irgendwann mal losgelassen. Ich habe, glaube ich, ne, schon alles dazu gesagt. Ich bin Multikulti groß geworden. Ich kenne das nicht anders. Ich bin mit Türken groß geworden. Ich bin mit Afrikanern groß geworden. Ich bin mit, ne, name it. Ich habe neben denen gesessen, ich habe mich mit denen gekloppt, Fußball gespielt, bei denen zu Hause gegessen, koreanisch gegessen, türkisch, griechisch gegessen, was auch immer, ja, also alles, was es so da gibt in der Ecke, ja, afrikanisch gegessen, marokkanisch gegessen, also ich bin so groß geworden, also für mich ist das nie ein Thema gewesen, der ganze Quatsch, aber es gibt ja so Leute, die eben klassisch, ich sag mal klassisch deutsch, groß werden und dann so diese Barriere eben, die es da scheinbar dann gibt, die es da gibt, ja, die habe ich auch, also die Barriere gibt es nun mal, ja, man hat immer, wenn man irgendwas Neues kennenlernt, neue Dinge kennenlernt und damit meine ich nicht nur Menschen, sondern auch Umgebungen, Länder besucht, dann ist man immer erstmal aufgeregt, weil man die Kultur nicht kennt, weil man die Menschen nicht kennt, die Riten nicht kennt, man kennt die Musik nicht, man versteht kein Wort und so weiter, das Essen ist vielleicht gut, vielleicht schlecht, nicht das, was man sich vorstellt, also wenn mir jemand eben einen gebratenen Hund hinlegt und sagt, ja, guten Appetit, dann bin ich erstmal an einem Ort, wo im Kopf dann vielleicht bum, 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 bum macht, im besten Fall, ja, weil sollte ich das essen, bla, 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 ne, solche Sachen, ja, das ist für jeden Menschen so, aber die Art, wie man damit umgeht, glaube ich, ist dann das Entscheidende und ich habe
weiß ich nicht. Also ich denke, es gibt andere Möglichkeiten als eben diese, gerade die Ärmsten der Armen sozusagen dafür verantwortlich zu machen, für irgendeinen Scheiß, wo die nichts für können. Ja? Das ist eigentlich das, was ich vorhin nur sagen wollte damit. Und das habe ich hiermit gemacht. Also, ne, ich will das jetzt hier auch nicht, ne, stundenlang ausbreiten. Ich wollte nur noch eins dazu eben sagen gerade. Das ist mir wichtig. Wenn man das persönlich hat, so als Erfahrung in seinem privaten Bereich, dann macht das, glaube ich, also das ist meine Erfahrung, die ich mit Leuten gemacht habe, dann macht das doch nochmal was anderes mit dir. Also ich, die genauso wie ich auch Erfahrungen leben, also in ihrem Leben als kleiner Junge oder kleines Mädel sammeln durften, mit anderen Kulturen viel gereist sind, das sind eigentlich immer die Leute, die sehr aufgeschlossen sind. Wohingegen viele von den Stockern, also die immer, ne, stecken bleiben irgendwo, das sind die Leute, die noch nie aus ihrer Stadt raus waren, im besten Falle. Und die gibt's. Es gibt tatsächlich Leute, die noch nie verreist sind, weißt du so. Ich meine, die kennen wir, glaube ich. Also nicht alle, aber man kennt das. Wo ich denke, Alter, das kann nicht sein. Ich bitte bei aller Liebe, aber ich könnte mir nicht vorstellen, wer ich wäre oder wie ich, wenn ich nicht gereist wäre. Und da meine ich nicht jetzt Weltreise mit oder so, sondern ich meine wirklich so, wie soll ich das sagen? So in Europa mal gucken, ja, hey, guck dir das doch mal an, wo du bist. Du bist ja Europäer, deutscher Europäer, ne? Guck mal, fahr mal nach Frankreich, guck dir mal Frankreich an. Oder vielleicht fährst du mal nicht nur zum Ballermann nach Spanien, sondern guckst dir mal ein bisschen von dem Land an. Oder Portugal, auch schön. Oder Italien, tolles Land, tolle Leute, ja, und dann siehst du das auch vielleicht mal wieder mit der Pizza da drüben abläuft und so, ja, und dann isst du vielleicht mal eine vernünftige Pizza zum ersten Mal in deinem Leben, ja, oder so, ja, das sind so Sachen, und wenn das jemand nicht gemacht hat, ja, das ist für mich immer ganz schräg, also ich finde das so schräg, dass Leute so, ja, auch kein Interesse entwickeln, weißt du, ich gehe arbeiten, ich bin auch immer arbeiten gewesen, um einmal im Jahr Urlaub machen zu können. Wirklich. Also früher bin ich viel gereist, als ich noch ein bisschen jünger war. Aber dann irgendwann halt fest, so, ja, was heißt fest, aber arbeiten, ein Jahr arbeiten und dann kann ich mir leisten, in Urlaub zu fliegen, zum Beispiel. Irgendwohin, wo andere Kulturen sind, wo ich die Sitten und Gebräuche eben nicht kenne. Ja, und wo ich neue Sachen für meinen Kopf so Input kriege, praktisch. Ich wüsste gar nicht, ich würde das nie anders machen. Und ich würde auch jedem empfehlen, das als Hauptpriorität zu setzen. Weil das gibt einem im Kopf was anderes und im Herzen gibt das einem Verständnis. Erstens, wie groß die Welt ist. Also, wie groß die so ist. Also das ist schon fantastisch. Weil wenn man erstmal 10 oder 12 oder 15 Stunden in irgendeine Richtung geflogen ist, dann merkt man erstmal, wie groß das Ding überhaupt ist und so. Und täte auch unter anderem diesen Scheibenmenschen auch mal ganz gut. Das wäre vielleicht für die sollte man vielleicht mal alle, wie kann man die kurieren? Die haben ja schon ein Problem. Ja, vielleicht packen wir die alle einfach mal in Flieger. Das könnten wir mal machen. Wir könnten die in den Flieger packen. Ja, genau. Lass uns die in den Flieger packen. Dann sollen sie mal ein bisschen rumfliegen. Das ist ganz nett. Also, dann sieht man eine Menge. Man sieht eine Menge. Herrlich, dass ich sowas sage überhaupt. Ne? Nee, aber das, Leute, die nie gereist sind, sind sehr oft, nicht alle. Es gibt auch Leute, die müssen nicht reisen, das weiß ich. Man kann das auch erreichen, indem man nicht reist oder dadurch, dass man nicht reist, kann man auch ein toller Mensch sein und werden und Verständnis für andere Menschen aufbringen. Ja? Also das kann man auch ohne zu reisen hinkriegen. Ist aber, wenn man reist, doch ein bisschen einfacher, weil man dann wirklich auch merkt, dass die Leute alle gleich sind. Alle Menschen sind gleich im Grunde genommen. Es gibt jetzt nicht so die Hardcore-Unterschiede, die hier so, naja, die
dir in den Kopf pflanzen wollen. Ja? Und wie gesagt, es gibt mehr als nur ein Döner Kebab von den türkischen Mitbewohnern. Ne? Und wir können gerne auch über Erdogan und viele Dinge sprechen, die nicht in Ordnung sind, ja. Und wo Leute, die hier dann eben sind und sie alle Vorzüge von Demokratie und Freiheit und so in Anspruch nehmen und dann eben diesen Wichser wählen, also diesen Fascho da wählen. Hallo, hallo, Herr Erdogan. Ja, ne, da können wir gerne drüber reden, über so einen Mist. Weil Fakt, ja, ist gut. Stimmt, sollte man drüber reden. Aber das hat mit den türkischen Menschen und dem Volk an sich nicht viel zu tun. Und linientreue Wichser, guckt euch das hier an. Hier sind auch eine Menge von denen unterwegs, die immer nur Ja sagen und das machen, was denen gesagt wird und so. Ne? Das ist, also darf man ja auch nicht unterschätzen. So. So, den machen wir hier hin. Und dann machen wir den noch hier hin. Und wir machen, ja, den können wir hier ruhig dunkel machen. Und den machen wir noch. Das ist schon gut so, oder? Ich glaube, wir machen mal die... Ich mache mal jetzt die Pfosten hier, wo es gerade dunkel ist. Das ist ganz cool. Das ist ganz cool, ne? Und wir haben ja hier noch ganz viele von denen. Ha. Hallo. So. Also, das heißt, ich fange jetzt mal hier an. Er hat den hier stehen, das heißt, wir müssten den, ich stelle den ruhig auf die Ecke, wenn der nicht, kann der mal grün werden eben? Oh. Kenne genug, die dagegen wählen und schimpfen. Dagegen wählen und schimpfen, dagegen, sag mal eben, wogegen, sag noch mal eben, wogegen, was hatte ich gerade? Also, ich weiß, was ich ja alles hatte, aber ich weiß jetzt nicht, auf welchen Punkt du das bezogen hast. Ach so, ja, ja, okay, jetzt weiß ich, okay, ja, genau, ja. Also, es sind nicht so viele, wie ich mir das wünschen würde, persönlich. Ich bin halt ein anderer, ich habe da eine andere Linie, ne? Also ich denke, Herr Erdogan sollte nicht gewählt werden von Menschen, also gar nicht, aber das ist, hey, jeder, das nennt sich, also nicht mal, das, ich will nicht mal sagen, dass das eine fucking Demokratie ist, weil das ganz sicher nicht ist. Also das ist alles nur keine Demokratie, was da drüben herrscht, ja. Genauso wie es hier keine ist, im Grunde genommen, ja, auch nur Verarsche. Aber wir sind hier schon ein bisschen an einem anderen Punkt und ja, also ne, man sollte den Typ nicht wählen, Punkt. Das ist einfach so. Das sollte man nicht machen. Und schon gar nicht, wenn man hier die Vorzüge eines anderen, und da sind wir schon an einem ganz anderen Punkt, Leute. Also unsere kaputte Demokratie ist auf jeden Fall noch eine andere Demokratie als die kaputte Demokratie oder was auch immer das da für ein System ist, ja, in der Türkei. Weil, sorry, das ist Korruption vom Feinsten hier auch, aber wenigstens tun die Leute hier, bemühen die sich, einen anderen Weg einzuschlagen seit längerem. So, ich bleibe hier auf der Seite. Und zwar gehen wir dahin. So. Ich gehe hier auf die Seite. Warte mal, wir müssen hier die Seite, weiß ich noch nicht. Das muss ich mir noch geben. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, und hier sind die Dinger eigentlich nah genug aneinander. Ne? Eigentlich ist das schon okay so. Und hier könnten wir den einfach dahin stellen. So, ne? Ja, so hätte ich das gerne. Es ist ein Haus fertig und wir können aber keine Dinger, keine Hafenarbeiter daraus machen. Was machen wir denn für Typen da draus? Das wäre mal die Frage. Und die Stufe hier muss noch anders, ne, Leute? Also wir müssen das hier noch so ein bisschen ausweiten, weil seht ihr das hier? Also hier, ne? Guck mal. Bis hier, so, ne? Und dann, warte mal, wir machen das ruhig von der Seite hier weiter.
Wir können hier anfangen. So, ne? So würde ich das mal lassen. Also nicht näher an dieses Ding ran. Da muss ja kein Abgrund jetzt entstehen, sondern wir machen das mal easy peasy. Wheezy. Schneezy. So. So, und dann bis hier oder so. So, guck mal. Genau, und ab hier. Wir sind schon wieder in die Hütte gefallen hier. Fuck. Ach komm, ey. Wir sind schon wieder in so einer dummen fucking Höhle hier. Mann. Na. Ja, okay. So. So, jetzt machen wir das mal so. Und der kommt noch weg. So, und die Ecke lassen wir so. Hier hinten machen wir die Ecke so ein bisschen. Aber dann kann der Goli hier drauf hüpfen, ne? Oder? Kann man hier nicht. Nee, hier kann man nicht drauf hüpfen. So, dann den weg. Den weg. Den weg und den weg. Und die machen wir hier zu. So, ne? Jetzt lassen wir das erstmal grün werden. Ja, das gefällt mir natürlich nicht jetzt, ne? Also dieses hier ist. Das möchte ich halt ein Stückchen weiter weg haben. Das heißt aber auch dieses Ding hier, ne? Guck mal. So, ne? Also die Ecke hier kommt auch weg, ne? Klar. So, das kommt auch weg. Da müssen wir noch mal gucken, wie wir das hier machen. Da bin ich mir noch nicht so sicher. So, warte mal. Wir machen jetzt erstmal die hier weg. Und ersetzen die mal mit irgendwas. Ja gut, einen können wir hier hin machen. So, ne? Das geht schon. Und den auch. So, dann haben wir nämlich hier schon mal keine Steine mehr, die wir sehen. Das ist gut. Wer möchte denn hier wohnen? Guck mal, hier ist ein schönes Haus, ne? Geil, oder? So. Jetzt machen wir hier hinter natürlich noch eben, obwohl das geht schon so, ne? Warte mal, so. So, Junge, bin mal raus. Lucky, Lucky, was es so als Kühlus Schrankus gibt online. Ist das nicht so der Burner? Ja. Das heißt, du gehst jetzt so Mediamarkt-mäßig ab, oder was? Gehst du Mediamarkt? Warte mal, den tun wir weg. Jo, ja, dann viel Spaß dabei, du. Das ist natürlich mal Real-Life-Kick ohne Ende, ne? Aber einer, also von den 30 Kühlschränken, die da sind, bei, das ist wie mit Waschmaschinen oder sonst was, du kannst bei Saturn oder Mediamarkt, von den 30 Dingern, die die haben, sind zwei ungefähr, manchmal sogar drei, aber meistens nur ein, zwei, sind billiger oder genauso teuer, billiger meistens nicht, aber genauso teuer wie im Internet, also im Netz. Da braucht man die nicht. Und das Schöne ist, wenn du die vernünftig bequatscht, kannst du die dazu bringen, dir die Lieferung umsonst noch zu schenken. Weil am Preis können wir ja nichts machen, bla bla bla. Aber dann bringen die dir den umsonst, tragen den hoch und stellen den auf, schließen den an, fertig. Habe ich mit der Waschmaschine so gemacht. Finde ich total geil. Also, ja. Rabatt ist schwierig. Rabatt machen die meistens nicht mehr heutzutage. Das war mal früher, aber dann, wenn die sagen, ja, nee, an dem Preis können wir nichts, der ist ja sowieso, ja, Leute, aber ich kann den auch woanders kaufen, dann gebt mir die Lieferung frei. Weißt du, so. Und dann sagen die meistens, weil das ist ein Subunternehmer, ja, die liefern ja nicht selber, dann sagen die, ja, okay, das ist okay. Weißt du, so, dann machen die das umsonst. Genau. Ja, ja, gut, das haben sie ja, 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 alles klar. Ich wollte nur sagen, also die Erfahrung der letzten Jahre ist bei solchen Sachen, einfach wenn du die vernünftig anlaberst, dann sind die eigentlich
Also da kann man auch beim Mediamarkt tatsächlich, du musst nur halt echt gucken, was die da stehen haben. Wie gesagt, da stehen 30 Waschmaschinen und zwei davon sind nur, die anderen sind keine Angebote. Da steht zwar überall Angebot drauf und ja, bla, die kosten alle weniger im Netz. Alle. Ja, und dann ein, zwei davon sind genauso und dann, was soll das dann? Warum soll ich die bei Amazon bestellen? Das macht ja keinen Sinn. Na, dann gehe ich halt zum lokalen, kleinen Menschen sogar gegebenenfalls, wenn es noch so ein wir haben hier, wie heißt denn das hier? Euronic haben wir zum Beispiel hier bei uns. Das ist auch so ein, und jetzt haben wir wieder MediaMax. Das ist auch so ein Ramschwein, aber naja, egal. War online, aber Kühlschrank, online ist hell. Okay. Geh gucken, mach die auf, die stehen da, die kannst du aufmachen, kannst du die angucken, ob das von der Größe passt. Diese Energiedinger kannst du dir angucken, Aufkleberchen. Da hast du erstmal was zu tun, dann gehst du nachher noch ein lecker Eis mümmeln oder irgendwie so was Leckeres oder holst dir einen Burger in der Stadt oder so. Und genau. Ja, Euronics ist bei uns. Und wie gesagt, wir haben jetzt seit letzter Woche ist dieses Center hier. Wir haben so ein Center gekriegt, so eine Mall. Die wurde ja umgebaut. Die hatten wir vorher schon. Die wurde jetzt aber, boah, 2 Jahre umgebaut. Und jetzt haben wir da wieder Medimax drin, weil sie Mediamarkt und Dings nicht gekriegt haben wohl. Die haben abgesagt. Ah, herrlich. Ja. Aber Medimax hört sich auch bescheuert an, also von daher. Alles gut, passt. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und wie gesagt, du könntest meinen erstmal haben, bis du einen hast, aber du bist halt so weit weg, sonst der steht halt sowieso im Keller rum. Ich warte drauf, dass der endlich mal hier oben bei mir ankommt und ich den wieder benutzen kann, aber das ist ja dem der Kräutertante geschuldet. Ja. Genau. Du schickst Wille los, ja, Wünsche, also, ne? Alles gut. Dann viel Glück beim, ne? Und Augen auf im Straßenverkehr. Und beim, nee, Augen auf beim Kühlschrankkauf. Oh, ich bin Styler, ey. Ich bin Rhymer. Rhymer. Genau. Kauf keinen Scheiß, Junge. Und wie gesagt, nachher was leckeres Essen eben hinsetzen irgendwo. Ein leckeres Eis schnaggeln oder irgendwas wird. Oh, bei uns hier gibt es jetzt so ein. Den gibt es schon länger, aber da gibt es so ein. Nicht einen Eistypen, sondern so einen Joghurt, Frozen-Joghurt-Typen. Ja, da muss ich auch nochmal hin. Genau. Viel Spaß, viel Glück und viel alles. So, Haus ist fertig. Ist eins zu viel eigentlich, ne? Also wir haben jetzt ein Haus zu viel. Und das kann ruhig so bleiben, Leute. Also der kann hier an der Küste wohnen, finde ich, ne? An der Klippe. Also ich würde jetzt nicht sagen, warte mal, ich kann den noch einen. Aber hey, der kann hier wohnen, oder? Ich kann hier noch ein bisschen Zeug hinmachen, so. Weil, you know. Ne? Also, ich kann hier noch so ein bisschen. Der kommt weg. Ne, so. Ich mache hier noch so ein bisschen. Oh, ja, okay. Der muss weg. Ne, so kann ich noch ein bisschen. So, irgendwie. Burger, da gibt es nur Mc's oder Burger King. Ja, okay, das ist eklig. Ja, Fraß. Ne. Das ist nicht gut. Also. Also. Kann man mal machen. Einmal im Jahr kenne ich, also ne, ich mache das auch einmal im Jahr. Wenn ich auf der Autobahn bin oder einmal so im Jahr, gehe ich auch bei Mc's essen. Ja, ich bin genauso ein Sünder wie ihr alle. Und, oder, ja, man sollte es nicht tun, aber man tut es einmal im Jahr an der Autobahn. Weil nichts anderes da ist und ich halt was futtern will, dann tue ich das halt. Oder ich gehe einmal im Jahr hin und hole mir meinen Brain Freeze mit dem scheiß Milchshake. Das brauche ich auch einmal im Jahr. Genau. Ich wollte ja auch nur sagen, trinken Kaffee oder was weiß ich, setze dich irgendwo hin und mach auch ein Stündchen Ruhe. Guck dir die Leute an, die durch die Fußgängerzone tapern oder sonst was. Hol dir bei,
was weiß ich, Backwerk von mir aus, ist auch ein Drecksverein, aber hol dir beim Backwerk irgendeinen Schrott, setz dich da draußen hin und guck dir die Leute an. Fahr runter. Das ist manchmal ganz gut im Leben. So, boah, ey, wir haben schon 2 Häuser gebaut wieder, ne? Und da wohnt keiner drin, das ist das Schlimmste. Also die hier wohnen, ja, ist so wie hier. Die brauchen ihre Arbeitsstätte hier neben. Weil, guck mal, die haben ihre Arbeit hier nebenan. Also die brauchen ihre Arbeit schon hier, weil die laufen nicht zur Arbeit kilometerweit. Ich glaube nicht, dass die das tun. Das ist so, boah, ne? Aber es reicht. Die Entfernung ist hier dieselbe zum Brunnen. Ne, ist sogar ein bisschen näher, oder? Warte mal, das sind... Naja, 10 Klötze hier, bis hier und da sind 15 sogar oder 20 sogar. Na, also die gehen auf jeden Fall auch mit darunter zu unserem Brunnen. Haben wir schon wieder Babys? Boah, ich mach hier den Sony, ey. Ich mach hier den DDRler. Ich mach das DDR-System hier. Sobald Kinder da sind, kommen die ins Kinderheim hier. Boah, jetzt habe ich die schon wieder vergrault alle, ne? Ah, tut mir leid, Leute. Das ist eure Geschichte. Face it. Und unsere Geschichte face ich. So bin ich. Genau. Gibt nur Leute, die möchten nicht, dass man darüber Witze macht. Oh, kann man aber. Also es gibt keine Randgruppe, wie Zelda Sumunchu schon bemerkt hat. Es gibt keine Randgruppe auf dieser Welt, die es nicht wert ist, geflamed zu werden. Ja, finde ich, sehe ich genauso. Also 100% deckungsgleich sehe ich das. Ich mache hier mal ein bisschen Dings hin. So. Ne, so. Und den Rest können wir noch abtragen, wenn wir das wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier oben noch hier irgendwas hinmachen, aber ich glaube fast nicht. Also ich finde dieses hier, dieses Haus ist so ein bisschen ein Abschluss, finde ich. Ne? Also für das Wohngebiet oder so. Genau. Ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Wir haben hier so den letzten, ja, die letzte Bude weiß ich noch nicht. Also ich finde, eine Bude können, hallo, du kriegst noch einen Nachbarn, ne? Anouk kriegt noch einen Nachbarn. Genau. Wenn ich hier hochgehe, könnte hier noch einer hin. Hier. Hier kann noch ein Stand hin. Einfach, wo irgendjemand arbeitet. Finde ich. Dann haben wir hier einen schönen Abschluss in der Ecke. Weißt du, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß sonst nicht, was ich hier hinmachen soll. Das ist das. Und hier haben wir einen schönen Anschluss auch. Na, guck mal hier. Anschluss, Abschluss. Also wir haben hier einen schönen Anschluss. Bis hier. Hier machen wir die Hütte hin. Und dann haben wir einen schönen Abschluss für die Ecke. Weil mehr gibt's hier dann nicht. Und der Marktplatz darf sich ja so ein bisschen auch verzweigen, finde ich. Also, das muss ja nicht so sein, dass die alle, ne, bliblablub. So, und da wir schon so große Reden schwingen, mache ich das mal so. Warte mal, ist das zu nah? Nee, ne? Ist das zu weit? Einen nach vorne. So, das heißt, der muss weg. Okay, lass mal eben gucken. Wie ging denn das noch mit den Treppens, ne? Wollen wir denn Treppens? Hello, Treppens. Alter, wir haben nicht eine scheiß fucking Treppe, oder was? Das kann doch nicht sein, oder? Also entweder bin ich schon wieder blind oder was auch immer los ist, aber ich sehe keine Treppen gerade. Warte mal. Also hier sind unsere Treppen, die für die Portale. Da sind Zäune, die können wir schon mal raustun. Das können wir schon mal wegmachen. Den kann ich mal wegmachen. Achso, guck mal hier. Siehst du, haben wir vergessen. Oh, guck mal. Oh, ich bin ein Idiot. Mi este idiotas.
Oh ja, mucho grande, idiotas. Ich weiß nicht, ob das mucho grande heißt, aber ist auch egal, hört sich gut an. Mucho grande, also hört sich scheiße an, aber ich kann damit leben. Ich hoffe, ihr auch. So, guck mal, dann ist es hier drin auch schon mal ein bisschen hell. Hä? Schui, was ist los hier? Möchtest du hier oben wohnen? Willst du umziehen? Kann ich machen. Ich kann dich entfremden, wenn du möchtest. Ah ne, das will er doch nicht. Okay. Ich mach mal die Tür zu, ne? Da ziehen neue Leute ein. Definitiv. Aber Betten fehlen da drin. Falls du Kinder erzeugen möchtest, kannst knicken. Die wollen schon wieder Kinder in die Welt knattern, ey. Ja, so wollen sie das. Ich mach das mal hier hin. Also, wir haben keine einzige Treppe mehr, ne? Wollte ich nur gesagt haben. Habe ich die letzte Treppe? Das kann nicht sein, oder? Eigentlich kann das nicht sein, dass ich die letzte Treppe hier verbastelt habe. Das kann doch nicht sein, oder? Liebe Leute. Das kann, eigentlich kann das nicht sein, aber ist egal. Komm, lass uns mal hier ein paar Treppen machen. So, Treppis. Sind das denn die... Warte mal, jetzt muss ich eben gucken, nicht, dass ich jetzt falsche gemacht habe. White Mangrove Stairs, genau. Also... Lass uns mal hier, warte mal, ich mache erstmal den. So, jetzt aber. Einmal den. Können wir die abbauen. So, dann haben wir schon mal den Tresen. Dann brauchen wir die Zäune. Le Zauns. 1, 2. Okay, auch geil. So, ne? Wir haben da 2 hoch, ne? Ja, genau. Ja, okay, du kannst hier mal weg. Wir können den auch breiter machen. Wir haben hier hinten so eine Theke bei den Fastfood-Leuten. Haben wir auch eine große Theke, ne? Guck mal. Die ist auch riesig. Ich meine, da oben nicht, aber einen breiter können wir den eigentlich machen, ne? So als Abschluss, finde ich. Oder? Komm, lass uns den mal einen breiter machen hier, den Hempel. Warte. So, Moment. Einmal den und den. Achso, den brauche ich ja gar nicht setzen. Okay. Der wird ja da dran gesetzt. Okay. Auch geil. So. Genau, so machen wir das mal. 1, 2. Und wenn dann... Ja, okay, dann können 2 hier drin arbeiten, ne? Aber da machen die wieder Babys, das ist dumm. Oh, scheiße. Okay, nee, dann will ich das nicht. Entschuldigung, das war ein Fehler. Dann lass uns den... Wir müssen den aber dahin machen. Nee, geht nicht anders. Dann bleibt das frei. Ich kann das nicht anders machen, Leute. Ich hab gerade überlegt, sonst muss ich hier noch mehr von den Kindern entfremden und das will ich nicht. Das ist mir zu doof ständig. So, also so, ne? Dann ist es halt dieser. Mehr ist es nicht. Okay, wir haben an der Seite, also 1, 2, dann der. Wir machen einen kleinen Stand, ne? Komm, wir machen einen normalen. Oder? Nee. Lass uns den einen verlängern. So, ne?
So, haben wir denn noch White Wooly? Wooly Bully? Drei. Boah. Ist nicht viel, ne? Ey, haben wir sonst keine Wolle mehr? Das kann doch nicht sein, oder? Ich frage mich heute den ganzen Tag immer, das kann doch nicht sein. Ist das so? Gibt es hier wirklich keine mehr? Weißt du, den ganzen Tag geht das schon so. Haben wir keine Wolle mehr? Okay, also der kann hier, also warte mal, ich mache das jetzt mal folgendermaßen. Die kommen mal, der kommt mal dahin, der kommt dahin. Warte mal, ich werde mal eben ein bisschen sortieren hier. Also, das kommt weg. Das hier ist sowas. Das kommt auch weg. Ich mache mal drei. Warte, so und so, ne? Ich mache mal die drei hier hin. Dann mache ich die drei. Mache ich mal hier hin. So, dann haben wir hier Basalt. Ich weiß nicht, was wir mit Basalt gemacht haben, aber irgendwas haben wir mit Basalt gemacht, ne? Oh, was war denn das mit dem blöden Basalt? Ah, ich weiß es nicht mehr. Ah, stimmt ja. Für den Hafen. Für den Hafen die komischen Lampen haben wir gemacht. Stimmt ja. So, dann machen wir hiervon noch welche dahin. Die kommen hier hin. Das ist egal. White Mangrove Slab. Ja, okay, die wollen wir mal ein bisschen schützen vor allem. Das hier ist auch, funktioniert auch nicht. Die blöden Dinger hier, warte mal. Achso, nee, die kommen ja dann hier hin. Das kommt hier hin. Das kommt dahin. Die brauchen wir gleich. Aber wir müssen jetzt erstmal Schafe hüten gehen. Okay, dann tun wir die mal hier raus. Und ich mach mal die Dinger hier rein. Kap. Das tun wir hier hin. Das kommt auch hier hin. Hatten wir nicht noch andere? Da. So. Erde. Ah ne, Kobbel. Erde, warte mal. Ich mach mal diese. Die tue ich mal hier mit rein. Ja, so. Deep Slate kommt hier unten hin. Der Scheiß, den kann ich hier dazu machen. Das kommt hier hin. Okay, dann müssen wir jetzt raus, um Wolle zu besorgen. Wenn wir nicht zu Hause welche haben, das weiß ich aber jetzt nicht. Ich bin mir nicht sicher. Das werden wir jetzt schauen. Wir werden mal gucken, ne? Wir gucken mal, was wir finden zu Hause. Aber ich glaube, wir haben nicht mehr. Ich habe, glaube ich, letztes Mal, ich meine mich erinnern zu können, dass ich letztes Mal schon so einen Scheiß gefaselt habe, wie ich glaube, wir brauchen mal wieder Wolle. Und dann habe ich das aber nicht gemacht. Guck mal, hier haben wir noch eine. Straße zum Leuchtturm. Okay, kann weg. Hilft uns nur dann nicht wirklich weiter auch, ne? Ja gut, ich lasse die mal hier. Nee, ernsthaft, ich habe den Scheiß schon mal abgelabert. Also, ich, ja. Also ich wette, dass wir jetzt zu Hause keine Vorräte haben mit Nagger. Mit Wolle. Also ich glaube, da ist nichts mehr. Und ich wollte ja irgendwie sowieso mal Tiere. Wir müssen ja eigentlich mal Tiere züchten. Also quälen, einsperren, schlachten. Ja, erschlagen,
Knuddeln und alles auf einmal. Nee, wir brauchen mal irgendwie einen großen Zoo. Also, ne, haben wir ja immer noch nicht. Wir sind ja die Fonzis, die nichts geregelt kriegen. Also so, mal abgesehen von den Feldern, von den Typen, ist das der, ja gut, wir haben ein bisschen Bambus dahingestellt. Und wir haben ein bisschen Zuckerrohr hingestellt. Ansonsten haben wir noch keine Farm, ne? Alter, wir sind echt... Also ich bin schon manchmal sehr nubisch unterwegs. Also irgendwie... Und wir brauchen Goldkram. Lass uns mal unten erst Goldkram holen, weil wir müssen jetzt mal ein bisschen hier die Brotjes halt, ne? Klar machen. Hallo, ihr. So, also erstens gucken wir jetzt nach Wolle, weiße Wolle. Und wir haben 9. Das reicht gar nicht. Okay, das können wir knicken. Das ist Schwachsinn. Die brauche ich auch nicht mitnehmen, weil, Schwachsinn halt. Wir könnten uns jetzt aus Strings welche machen, aber dann haben wir nachher keine Strings mehr. Also, wir müssen Wolle besorgen. Das ist das Erste. So, jetzt wollte ich, wo ist meine Maschine? Die habe ich da hinten umgezogen. Hallo? Achso, das sind die Typen in meinem Inventar? Nein. Achso, da oben sind die. Gut. 2. Oh. Ja. Ich brauche erstmal Nervennahrung, glaube ich. Ich hoffe, euch geht's besser als. Irre. Ich dachte, da wären noch ganz viele drin, aber ich habe die Kiste kaputt gemacht und die dann alle darüber. Ich musste die hier ja abbauen, die Geschichte. Darüber bauen. Heißt, ich habe natürlich die Sachen, die Einzelteile abgebaut. Ach so, ein Stone-Dings-Messer. Okay. Wie viel haben wir denn hier? Warte mal. Okay. Stone Messer. Ich dachte, das wären, ich habe das als Eisen gesehen. Okay, das kann in den Müll. Ne? Okay, lass uns mal eben ein paar Sachen hier klar machen. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht, ne? Weil wir brauchen mal wieder ein paar, Sandwiches. Okay, ich gehe da mal rein. Nein. Keiner kommt hier raus. Keiner wird hier flüchten. Wo seid ihr? Ach, hier hinten. Okay, hey James. Chicken Cheese Sandwich. 1, 2, 3, 4. Ganz viele. 9. Und nochmal einen. 10. Vielen Dank für die Spende. Wo ist denn der Ronald McDonald? Herr James. Ah, da. Ronald, alte Hütte. 9. Und nochmal einen. Boah, die müssten eigentlich da hinten im Dorf wohnen, ne? Jetzt mal im Ernst. Ihr müsstet eigentlich umziehen, Leute. Alle. Sollen wir da mal... Warte mal. Ich glaube, wir machen das mal. Ich glaube, wir machen mal einen Umzug, klar, ne? Harland, alte Hütte. Der ist mit Croque Monsieur unterwegs. Aber du kannst nicht... Boah, der muss einen eigenen Laden da hinten dann haben, ne? Lass uns die mal umziehen da hinten hin in die Häuser. Und Harland kriegt den Shop oben alleine. Genau. Lass uns das mal machen. Harland, komm mal her. Ich hab dich schon, ne? Du bist schon Master, ne? Okay, Harland. Pass mal auf. Ich mach schon wieder was anderes. Ich weiß es. Ich mach schon wieder was anderes als das, was ich gerade vorhatte. Ich weiß, ich bin doch selber immer. Ich denke, was. Ja, ich weiß es doch. Was ist denn hier zwischen eigentlich? Weiß ich nicht, ne? Man weiß es nicht, oder? Okay.
Also 20 Stück. Guck mal, wir machen mal. Wir müssen die da mit unterbringen. Das geht ja nicht anders. Komm, ich tue die jetzt mal hier rein. Weil dann haben wir die immer dabei. So, pass auf. Harland. Harland, wir würden umziehen jetzt. Auch wenn du das nicht. Es ist manchmal Tarot des Lebens hier, dieses Ding. Das ist so. Ich liebe es. Das ist übrigens Harland, heißt Harland, weil er vom KFC, der Erfinder, der Gründer ist von KFC, heißt Harland irgendwas. So wie Ronald McDonald und James so und so von Burger King. Also ich habe McDonald's, Burger King und KFC hier mal, ja. Ne? Also ich wollte Gerechtigkeit walten lassen. Eigentlich hätte man die dann alle guillotinieren müssen, aber weil die Rotze unter die Menschheit gegeben haben. Also ganz schlimme Menschen eigentlich. Also man sollte die nicht verewigen und nicht den huldigen. Aber was weiß ich schon, was in 200 Jahren angesagt ist. Vielleicht haben die uns beigebracht, so wie in manchen Spielen. Hallo, Harland. Tut mir leid, du ziehst jetzt um, Junge. Gehst du mal weg? Ja, ich weiß, was du willst, aber du kannst hier nicht raus. Nein. Ich habe Harland mitgenommen, ja, der zieht gerade um. Könntet ihr verschwinden? Ist das hier euer Dorfmittel? Ach so, hier ist eure Glocke. Stimmt ja. Geh mal. Geht ihr mal? Boah, Alter, ne? Okay. Ich mach das jetzt anders. Nee, die gehen... Doch. Warte mal. Kann ich hier mal eben das freimachen? Und dann das hier setzen? Dann geht das hier rein und dann mache ich das zu. Dann hole ich mir die Kasse von Harland. Harlands Kasse. Braucht der so ein Oak Shelf? Nein, ne? Braucht der nicht, ne? Geht ihr mal ins Bett? Boah, der ist bestimmt traurig, wenn er jetzt da hinten wohnen muss. Der arme Sack. Soll ich sein Bettchen vielleicht noch mitnehmen, ne? Ah, ich hätte dem das Bett zuerst abbrechen müssen, ne? Aber der kommt ja da hinten sowieso nicht raus. Warte mal. Na, ich muss dem das Bett abbrechen. Warte mal, eben gucken, wer... Welches Harlands Bett ist? Nee. Ich glaube, das müsste aber dieses sein hier, ne? So, der wohnt hier in der Ecke. Ah, Leute, ihr könnt mich mal. Ich weiß genau, was ihr versucht. Und da ich hier hinten ein bisschen schlauer bin als ihr. So. Wie die immer sofort antäuschen, ne? Die Typen. Ist so geil. Okay, pass auf. Lass uns den Harland mal mitnehmen. Weil Harland kommt schon mal, der kriegt seine Hütte. Ich meine, der ist aufgestiegen, ne? Der wohnt hier in so einem, naja, Asylantenwohnheim oder was auch immer das hier sein soll. Ne? So sieht das jedenfalls aus. Und jetzt kriegt er einen eigenen Stand, also ein eigenes Haus und einen Stand in einem. Das ist so wie, Tiny House. Das ist es, was ich suchte. Um dem das schön zu schwätzen, weißt du, so Politiker-Schnack, weißt du, so. Ja, nee, aber ey, du hast ja ein eigenes Tiny House. Ja, ich komme hier nicht raus, Alter. Ich kann das nicht mal bewegen. Naja, wenn so ein Tiny House irgendwo steht, dann bewegt man das ja auch nicht. Ne, so die Geschichte. Naja, er steigt auf jeden Fall jetzt gerade auf. Finde ich, also bin ich dafür. Und ist ein wertvoller Teil der Dorfgemeinschaft. Und zwar der erste ausländische Mensch, den wir haben, tatsächlich. Ja, er wird der erste Ausländer sein. Das ist wie eine wahre Geschichte. Also mit einer anderen Herkunft. Weil wir haben nämlich noch keinen von diesen Snowboard-Patrol-Typen da. Snow-Patrol-Typen. Da haben wir nämlich noch gar keinen hier oben. Ich glaube, das sind alles, also wenn ich mich nicht vertue, sind das alles normale, also in Anführungszeichen bitte, normale Villager. Gehst du mal da rein? Geh mal da rein. Geh mal da rein. Geh mal da rein. Geh mal da rein. Geh, geh, geh. Geh mal da rein. Du musst nur rumgehen.
Ja, da ist dein Bett. Geh da rein und leg dich hin, du Flöte, Idiot. So, wir haben, ne, wir haben zwar so Nitwit-Typen hier, so ausländische, auch irgendwie ausländische, aber eher Arbeitslose als, ne, irgendwas anderes. Und, genau. Jetzt können wir natürlich den Typen hier oben, weil wir keine Wolle haben. Wir können den natürlich jetzt hier nicht rauslassen, ne? Die Kasse kommt auch, die Kasse kommt hier in die Mitte oder rechts oder links oder so. Der braucht eigentlich, aber der kriegt eine Küche, ne? Klar. Der kriegt ja eine eigene Küche auch. Also der steigt schon auf, ne? Der arme Kerl. Also das ist ja jetzt nicht so, dass wir hier irgendwie Sachen erfinden oder so. Sondern wir haben auch noch einen Ofen für ihn, guck mal. Und ein Schränkchen und, ne? Also der kriegt schon tolle Sachen. Dann irgendwann später. Okay, das hier wäre dein Laden, aber wir können dich noch nicht da reinlassen. Deswegen, also es ist noch, es dauert noch kurz. Das hier ist seine Kasse, das ist sein Bett. Also ich mache das jetzt mal hier hin, damit wir, ja, ne? Ich brauche ganz schnell ein bisschen, wie viel brauche ich denn? Warte mal. Wir brauchen Wolle. Okay, ich muss hier oben eben gucken, wie viel Wolle brauchen wir denn? Also wir haben hier immer eine Zweierreihe, ne? Oder? Und dann kommt das, ne? Okay, also wir brauchen noch 1, 2. Also 5 Stück brauchen wir. Also 7 so Dinger, ne? Brauche ich. 7 Wolle. 7 Wolle. Okay. 7 Wolle brauchen wir. Die mache ich mir jetzt mal eben, damit wir den einquartieren können hier. Hallo, ihr alle. Ich hüpfe mal vorbei, weil ich muss hier lang. Ja, okay, ich bin der Schlechteste, ich weiß. So, da geht's entlang und dann da und hier und dort. Und nein, ah, fast. Fast wäre ich gegen den Rand gesprungen. Warum ist das hier eigentlich? Was ist das für ein Loch? Was habe ich hier für einen Test gemacht? Jetzt mal im Ernst. Was habe ich hier getestet? Habe ich hier irgendwas getestet? Irgendwen habe ich hier eingesperrt, oder? Das sieht so aus wie so ein Einsperrloch. Also, ich befürchte, ich habe irgendwem, naja, irgendwem seine Rechte entzogen und sein Würdesystem. Ja, Minecraft hat eine Menge damit zu tun, mit solchen Sachen. Also jemandem die Würde nehmen und einsperren. Ja, also Minecraft ist prinzipiell ein sehr, sehr gewalttätiges Spiel. Also fällt mir immer wieder auf. Ja, gut. Boah, jetzt wird es aber hier langsam, boah, ne? Alter, heute gehe ich auf jeden Fall mal schwimmen, du. Heute ist der erste Tag, wo ich an den Baggersee gehe zum Schwimmen. Wie gesagt, vorgestern habe ich ja vorhin noch erzählt. Vorgestern waren Leute am Rand gelegen, die noch nicht schwimmen waren. Keinen habe ich gesehen da in der Zeit. Und gestern waren schon 3 im Wasser, so bis zum Arsch. Und das waren die ganz Mutigen, weil das Wasser ist schweinekalt noch immer. Das wird keine, boah, wenn das mal so Nordsee, Ostsee-Temperatur 18 Grad hätte, wäre das, glaube ich, schon gut. Ich denke, das hat erstmal nur, weiß ich nicht, 14, wenn es sie hat, 14 Grad, tippe ich mal. Aber am Rand ist es so ein bisschen flacher, der Baggersee. Also da an der Stelle ist es flacher. Und da kann man vielleicht das so aushalten. Und sonst muss man sich halt eine Stunde in die Sonne legen und dann mache ich nicht gerne. Ich liege nicht gerne in der Sonne, aber dann ist es so warm und du schwitzt und dann ist es dir egal, ob das Wasser kalt ist. Aber ich werde gleich dann irgendwann, also nicht gleich, aber na, jetzt streamen wir erstmal eine Runde und aber es wird warm. Boah. Ah, und ich muss trinken. So. Genau. Wir holen uns jetzt mal eben 7. Ich mache jetzt mal 10 von den Dingern oder so. Wir haben ja ein bisschen Zeug da. Also ist ja jetzt nicht so, dass wir keine herstellen können. Aber dann brauchen wir wirklich auf der Insel hinten einfach mal ein paar Schafe.
Das wäre gar nicht schlecht, wenn wir... Haben wir? Warte mal. Moment mal. Ha! Ha! Ich habe eine Idee, du. Ich habe eine Idee. Hier oben habe ich Idee. Na? Hier in meinem Schlafzimmer. Boah, sieht das wie aus. Aber geil. Boah, ich liebe es. Boah, ich möchte zu meinen Menschen sprechen. Hallo! Hallo Menschen! Lass uns mal gucken. Haben wir Schafe? Piglin, Skeleton, Zombie. Creeper, Pillager, Enderman, Strider, Blaze. Oh, Blaze ist auch mega. Boar. Boar. Ja, okay, Boar brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ein Squid, Butterfly. Butterfly können wir auch mal. Können wir eigentlich auch mal kurz mitnehmen. Trader, blah, Froggies. Na, Froggies will ich da nicht. Wir haben ein Golem Spawn Egg und ich habe das nicht benutzt. Warum bin ich denn so ein dumm Horst? Wir könnten uns da. Eine Kuh. Ha. Huh. Ah. Oh, Kühe werden. Kühe sind ja auch nicht. Obwohl, Kühe haben wir ja schon auf der anderen Insel drauf, ne? Oh, das wäre ja. Okay, wir müssen mal irgendwo hin, wo Schafe sind. Also, wir gehen jetzt dahin, wo Schafe sind. Also, ich mache jetzt für den Stand, mache ich jetzt mal eben diese Dinger hier. Also, pass auf. Ein Stack, zwei Stack, drei Stack, vier Stack. So. Weil. Ne? Also, einmal, zweimal, dreimal, viermal und Wolle. Komm, gib mir die. Komplett. So. Da wir die nicht mitnehmen können, die lieben Schafe, muss noch jemand dahin? Nee, ne? Möchte noch jemand umziehen vielleicht? Weil ich habe noch Häuser frei. Ich hätte noch Häuser frei. Wen könnten wir denn mal... Der Herr Klerik. Bist du schon? Nee, du bist noch nicht angetradet auch. Keiner von euch, ne? Scheiße. Ich habe noch nie jemanden angetradet von denen. Oder? Habe ich schon mal einen angetradet? Nee. Lumi Lumsen. Wir können... Vier Leute können mit umziehen, tatsächlich. Wenn ihr wollt. Wir haben zwei Häuser. Oder wir machen 3, 3, 3, 3, 2, 2, 3. Ihr könnt alle mit umziehen eigentlich, ne? Ich muss euch nur mal einmal anfacken. Ah, nee, das mache ich dann in Ruhe. Warte mal, das ist schlecht, wenn ich die jetzt... Lass uns das mal nicht vermischen. Lass uns erstmal uns um den einen kümmern. So, und um die Kurve, ne, geht nie. Ich habe das so oft schon versucht, um die Kurve. Es gibt Leute, die können das. Aber ich kann es nicht. Ich bin schlecht. Es ist, wie es ist. So. Ach ja, boah, jetzt kriege ich langsam Hunger. Wir haben, oh ja, 12:30, klar. Boah, also bei mir oder bei uns gab es noch, also früher, ganz früher gab es mal eine Zeit, wo man so um 1 Mittagessen hatte oder so ein Scheiß, weißt du, so am Wochenende auch 12 Uhr Mittagessen, sowas. Aber nicht wirklich so progressiv oder nicht so konservativ, sondern eher progressiv. Also, ne, so aus einem anderen Beweggrund. Und bei mir in meinem Leben, seitdem ich denken kann, gibt es sowas eigentlich nicht. Ne? Also solche Rituale wie um 3 Uhr oder 3:30 wird Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. So einen Scheiß habe ich noch nie gemacht. Finde ich irgendwie, kann man machen. Ich esse gerne Kuchen. Ich trinke auch gerne ein Tässchen Kaffee. Von mir ist auch um 3 oder 3:30. Aber so dieses Ritual dazu, das ist mir irgendwie, weiß ich auch nicht, das ist mir irgendwie abgegangen. Also das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Kenne ich nicht. Aber du wurdest irgendwie doch gedrillt darauf, dass deine innere Uhr, das ist so wie mit Katzen und Hunden, die haben ja keine Uhr, die wissen ja nicht, wann es Essenszeit ist oder so, aber die kommen immer, als wenn du die Uhr nach denen stellst. Die Freaks, die kommen immer, immer, immer an. Hallo? Oh, ist das schön hier. Es gefällt mir immer besser, Leute. Also wirklich, also jetzt bin ich bei mir mal gerade eben angekommen.
Mir gefällt das hier sehr, sehr gut. Die Idee, hier ein Dorf hinzubauen, fand ich, da fand ich, als wir angefangen haben, schon cool. Ich finde das, jetzt guckt euch das hier mal an. Also, jetzt guckt euch den Scheiß hier mal an. Also, bitte. Ich meine, wenn das nicht total toll ist und jetzt kommen noch, also mal gucken, wie die das aufnehmen, wenn die einen ausländischen Mitbewohner kriegen. Ob die Gemeinschaft das stemmen kann. Und wir müssen noch einen zur Kanzlerin machen, der dann, oder zum Kanzler, Kanzlerin, wie auch immer, der dann die ganze Zeit durch die Gegend läuft und sagt, wir schaffen das. Ne? Weil es könnte Ärger geben. So. Also, wir machen das naturgetreu. wie möglich. Ne? Also, es gibt eine Merkel auch in Minecraft. So, pass auf. So, einmal den. Oh Mann, der kriegt so einen geilen Stand hier, ne? Der Gute. Das wird so mega. Oh, und der freut sich hoffentlich. Ich hoffe, der freut sich darüber. Also ernsthaft. So, wie habe ich denn das jetzt hier vorne gemacht? Ich glaube, an der Ecke ist eine Treppe, ne? So nach außen und innen und so, ne? Und draußen drum sind auch Treppen und innen drin sind, genau, ich mache nur Treppen. Was habt ihr denn? Ja, verabschiedet euch doch hier voneinander. Guck mal, der geht jetzt pennen. Der ist weg. Der ist am Pofen. So. Ne? Und jetzt können wir mal eben auch schlafen. Dann lassen wir die mal direkt wieder aufstehen. Ach so, ja. Die gehen ja vor mir ins Bett. Stimmt ja. Dann gucken wir auch mal eben den Sonnenuntergang noch. Wir gucken dem Sonnenuntergang zu. Und freuen uns, dass wir am Leben sind. Ja, so ähnlich. Nein, das ist schon schön, ey. Guck mal, wie schön das aussieht. Guck mal, die gehen alle noch ins Bett. Guck mal, da ist noch einer, der... Guck mal, da. Der geht jetzt gerade noch hier hoch und der muss auf die linke Seite, meine ich noch. Genau, dahinter irgendwo, ne? Geht er ins Bett. Oben. Guck mal. Und das wart. Jetzt ist Ruhe. Und dann kehrt er auch Ruhe ein. Im Dorf. Der Villager. Vielleicht sollte ich Kinderhörspiele von Minecraft machen. Ah, die gibt's bestimmt schon, ne? Gibt bestimmt schon so Minecraft-Hörbücher, ne? Ah, bestimmt. Und wenn, dann wäre das echt schrecklich. Wenn nicht, dann würde wieder mal für die Dummheit der Menschheit sprechen, ne? Weil da sollte man schon drauf kommen, auf so einen Schrott, ey. So, einmal den. So, jetzt brauchen wir... Ich brauche Treppe. Treppe. Treppen. Treppen. Das ist Treppen. Und das ist auch Treppen. So. Okay. So. Ah, Leute, ist so schön geworden, ne? So schön. Und hier noch so ein Ding finde ich auch cool. Also ich hätte gerne noch ein Stück nach rechts gestellt, aber das machen wir noch zu hier vorne. Weil wir können das nicht hier die Mitte, wenn wir die hier haben, ist das direkt die Stufe hier aneinander und so. Das finde ich ein bisschen doof. So ist sie ein Stückchen weg und das ist schon besser. So, pass auf. Hier ist natürlich das. Ein Bettchen gebe ich ihm dann zum Schluss. Aber ich, genau, das mache ich auch zum Schluss, oder? Moment. Wo haben wir denn die Dinger? Da. So. Pass auf. Pass auf. Pass auf. So, jetzt kommt die Kasse. Ah ja, die setze ich erst, wenn er da ist. Lass uns mal eine Küche bauen. Haben wir einen Boden da? Nee, ne? Wie sieht denn die fucking Küche da vorne aus? Warte mal eben, Moment. Lass uns mal eben gucken gehen, wie die Küche aussieht bei den Typen. Habe ich denselben Ofen? Nicht, dass ich einen anderen Ofen habe. Ich meine, der kann auch einen anderen Ofen haben, das ist ja egal, aber... Okay, der hat einen Ofen, das ist der mit der Platte. Ah, okay, warte mal, das sind Dark Concrete Kitchen Counter. Dark Concrete Kitchen Counter. Dark Concrete Kitchen Oven. Dark Concrete. Da
Da müssen wir nachgucken. Das müssen wir jetzt machen. Pass auf. Jetzt gucke ich erstmal, ob wir noch sowas haben. Das wäre mal die erste Variante. Also, Dark Oven, das ist ein Oven. Den nehmen wir, geben wir ihm schon mal nicht. Also, der ist raus. Den tun wir dann irgendwann mal raus, wenn wir zu Hause sind. Dark Concrete. Hängeschrank. Kitchen Counter. Boah, wie mache ich denn? Warte mal, Moment. Nee. Dark. Wie? Ach Gott, stimmt, da war ja die Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, ich erinnere mich. Da war dieses mit dem Dark Concrete Scheiß. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ich habe es wirklich jetzt schon vergessen. Wahrscheinlich verdrängt eher als vergessen, aber ich habe es vergessen. Das wird jetzt hardcore, oder? Concrete. Wir müssen Concrete herstellen. Das heißt, dieser Sand, dieser Concrete-Sand muss in die ins Wasser und dann müssen wir den färben. Ne? So war das. Ja. Da sind nur die Typen drin, ne? Ja. So, dann haben wir hier White Sand. Nein. Scheiße. Fuck it. Was sagen wir da? Fuck it, fuck it. Fuck it, fuck it. Das ist schlecht. Leute, das ist sehr schlecht. Okay, das ist der eine, den wir noch brauchen. Ja, es hilft nichts. Ich muss noch mal eben flitzen. Me have to go and have a look. So. Er macht Haar in meinem Inventar. Er möchte endlich raus. Ja, du kriegst deinen Laden, keine Sorge. Ich weiß, es ist nicht normal, mit dem Rucksack zu sprechen, aber es ist ja ein Typ drin, ne? Da wohnt ja jetzt einer drin. In meinem Rucksack wohnt ein Typ. Hat auch nicht jeder. Aber wir haben da noch Fackeln vergessen in dem Wood hier, ne? In dem Forest. Im Wood. Mhm. Ich weiß aber auch nicht, warum ich die, wenn wir noch welche haben sollten, weiß ich nicht, warum wir die nicht im Rucksack haben. Also ich vermute fast, dass wir mit den Sachen durch waren. Also ich weiß es natürlich nicht, deswegen werden wir jetzt nochmal eben nachgucken. Und grau ist natürlich auch wieder so eine Sache, ne? So. Komm, White Concrete Dings da. So, mal eben gucken. Cyan Terracotta. Light Gray Concrete. Kann ich den nicht färben? Vielleicht White Concrete. Guck mal. Oh yeah, funky. Kann ich den färben, wäre jetzt mal die Frage. Könnte ich aus Light Gray Concrete, könnte ich aus dem Weiß, warte mal, ne? Könnte ich das oder kann das nicht? Das ist hier Quarzkram.
Das ist Sand. Warum ist... Was ist das? Blue Sand? Ach, Blue Sand hat schon alles. Ah, okay, Blue Sand hat schon alles, was es braucht. Ah, okay, warte mal. Puh. Dann tue ich mal den hier raus. So. Und den hier rein. Warte. Ach nee. Der braucht ja jetzt erstmal ein neues Fach. Wo tue ich denn hin? Das sind aber viele, ne? Ja, okay, dann tue ich den jetzt hier hin. Ja. Und hier unten den Scheiß, den packe ich hier raus. So, warte. Nein, auf keinen Fall. Black Sand. Das kommt hier hin. Auf keinen Fall weg damit. So, warte mal. Wo haben wir noch welche? Hellblau. Oder das ist ja blau eigentlich, aber obwohl das nicht ganz stimmig ist. Also Blue ist für mich dunkelblau, also ist blau und blau wäre, ne, also nicht das hier. Das wäre eher hellblau, aber wir haben noch so ein Babykram auch dabei, glaube ich, ne? Nee, doch nicht. Okay, jetzt wäre die Frage, können wir das färben? Die Frage ist aber, wie färben wir das? In Light, warte mal, eben gucken. Gray Concrete. Gray Concrete geht. Gray Concrete. Warte mal. Gray. Light Gray. Scheiße. Gray. Wie macht man Gray? Warte mal. Wie macht man Gray Dye? Gray, ne? Gray. Wie macht man Gray Dye? Wäre jetzt die Frage. Warte mal. Moment. Gray und Dye. Da ist er doch. Wie macht man die? Schwarz und Weiß gibt Gray. Und Light Gray ist dann nochmal eine andere Geschichte, oder wie? Boah, ich mache erstmal einen. Schwarz und Weiß. Weiß haben wir hier, ne? Warte mal. Habe ich den Scheiß hier? Na, wo hab ich denn Scheiß denn? Ach komm. Das kann ja jetzt nicht sein, oder? Wir haben doch vorhin noch... Hab ich die dann alle weggeknallt, oder was? Nee, ne? Das kann doch nicht sein, dass ich das alles immer wegknall sofort. Bin ich so? Ich bin so... Ah, oh, no, ey. Ja, komm, gib mir mal einmal. Ich will nur ein so ein Ding. Komm, gib mir Bone Meal, gib mir White Dye, gib mir ein so ein Scheißteil hier. Komm. Gray. So, kann ich denn mit einem so ein Ding White Concrete oder warte mal, den hier? Kann ich den mit Grau? Nein. Ach, Scheiße. Ich glaube, den kann man nicht färben, ne? Warte mal. Moment. Gray, Dark Gray. Wie heißt das? Warte mal. Dark. Gray. Ach. Fuck you. Das war das nicht, ne? Kitchen. Warte mal. Gray Concrete. Gray Concrete da. Ja. Und die Küche dazu. Wie geht der? Scheiße. Okay, warte mal. Gray Concrete da. Wie geht der? Ach, Menno. Aber ich will ja Dark Gray Concrete Dings da Teile, ne? Ich möchte ja für die Küche, war das doch, das war doch Dark Concrete? Nee.
Warte mal, das hier ist Dark Concrete Kitchen Sink. Ist das das? Nee, ne? Dark. Warte mal, Kitchen. Das war viel dunkler, Leute. Also sorry, in meinem Kopf macht das jetzt nicht Klingeling gerade. Sondern das war dunkler, ne? Das war schwarz. So richtig. Ja. Dark Concrete. Ah, okay, Dark Concrete war das. Ja, okay, warte mal. Dark Concrete. Moment. Dark Concrete Kitchen Dinger. Ist egal. So, ich will nur einen davon. Wie geht der? Oh. Da drin. Workbench. Oh, warte mal. Oh, Workbench. Ich guck mal. Ich will nur gucken, Leute. Workbench. Wooding. Furniture. Wood. Welche? Das ist nicht die, ne? Working Table. Ist das jetzt die Woodbench, die wir, warte mal, die wir hier drin haben? Woodworking Table. Das ist dasselbe, ne? Warte mal. Hey, das ist kein Wood. Also, das funktioniert ja schon mal gar nicht. Und Furniture kann ja auch nicht funktionieren. Das ist ja Bullshit. Was ist denn das hier für eine Kacke? Workbench, Paladin. Workbench. Woodworking Table. Ah, okay, das ist der. Okay. KKK, Entschuldigung. Light Gray. Kann man machen zu irgendwas? Nein, kann ich nicht. Scheiße. Wie wird denn aus White wird auch nur, wenn ich das drumherum baue, ne, komplett. Okay, dann muss ich Grey Dye mal eben herstellen, ein bisschen noch. Oh, scheiße. Entschuldigung, aber. Ich nehme mir mal ein paar. Und ich nehme mir mal ein paar Knochen. Wenn wir denn hier, warte mal. Wie viele sind das denn hier? 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist ja sowieso egal. Ist ja ein anderes Maß, ne? Ja, ist ja ein anderes Maß. Okay. Weil aus denen wird ja jetzt ganz viel von dem und davon wird ganz viel davon. Und die beiden können wir jetzt zusammenknallen und dann machen wir Grau draus. Jetzt haben wir 38 Grau. So, jetzt muss ich mal gucken, wie das aus White. Nee. Okay, das funktioniert so nicht. Wie wird das dann, wie wird der schwarz, der Kram? Okay, ich verstehe nichts. Das ist gut, wenn ich nichts. Gray Concrete. Wie geht das? Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Ich habe keine Ahnung, Mann. Einen in die Mitte? Auch nicht, ne? Das ist auch Bullshit. Also manchmal habe ich echt blöde Ideen, aber wenn jemand das weiß, dann darf er sich gerne melden. Gray Concrete. Ich weiß nicht, wie ich den mache. Warte mal. Ray. Ray Concrete ist auch ein guter Künstlername, finde ich. Concrete. Gray Concrete. Ja, wie mache ich denn? Ich klicke und es sagt mir keiner, wie es geht.
Ich verstehe das nicht. Wie kriege ich den hin? Wie habe ich das letztes Mal hingekriegt? Verdammt, ich habe das doch schon gemacht. Wieso bin ich so ein dummer Hund, ey? Manchmal bin ich echt ein... Also wirklich, ne? Aber warum zeigt er mir das jetzt nicht an? Der muss mir doch sagen, wie das geht. Stonecutter. White. Okay, das ist auch nicht wirklich flüssig in meinem Kopf. Crafting. Das bringt mich ja nicht weiter hier, ne? Also, das bringt mich ja jetzt gar nicht weiter. Boah, wie geht denn der Concrete-Scheiß zu färben? Oder mache ich einen... Warte mal, mache ich einen Fehler mit dem... Warte mal. Mit diesem hier, Dark-Concrete-Dings da. Warte mal. Dark. Concrete. So, wenn ich den jetzt mache. White und ich muss grauen haben. Das geht ja nicht anders. Wo kriege ich den her? Ich verstehe das nicht, Leute. Bin ich doof? Warte mal, ich habe die Schnauze voll jetzt. Wie kriege ich Grey Concrete hin? Moment, ich muss mal eben gucken, weil ich habe die Schnauze voll davon. Minecraft. Minecraft, Grey. Concrete. Grey Concrete. Nee. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Vier Sand, vier Gravel und einen Grau Dye in die Mitte. Alter, das hätte ich ja nie. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Never, ever. Fuck you. Sand, Gravel und die Dinger. Ich kann die gar nicht mit White machen. Das war ein totaler Denkfehler. Also dazu anzunehmen, dass das so funktioniert, ist totaler Schwachsinn. Weil das nicht funktioniert. Ha! Das war jetzt auch wieder so ein Satz für sich, ne? Okay, pass mal auf. Ich tu mal Folgendes. Also ich mache jetzt mal die Dinger hier rein. Das tue ich mal hier hin. Und das tue ich hier hin. Sonst haben wir hier nichts, ne? Den doofen Ofen. Den Ofen können wir ja direkt hier lassen. Den finde ich sau doof. Den können wir hier lassen. Wo tun wir denn mal hin? Warte mal. Küche ist hier, ne? Da ist, glaube ich, Küchenscheiß drin, ne? Ich tue da mal hier rein, das Ding. Ist ja egal. Genau. So, wir brauchen viermal Sand, viermal Gravel. Wie viel von den grauen Dingern haben wir denn? Warte mal. 38. Okay, Light Gray und White können ja dann ihres Weges gehen. Also zumindest Light Gray kann ja dann verschwinden. Wenn ich das nicht nachfärben kann, dann ist das ja sowieso schwachsinnig. White Dye, dann tun wir das hier hin. 38. Wo sind wir denn hier? Sandy Sanson. Ich nehme mal einen Stack. Und wo haben wir denn Gravel? Hallo, Mr. Gravel? Hello, Mr. Gravel. Where are you? Mr. Gravel? Mr. Gravel, bitte. An die Rezeption. Mr. Gravel, bitte. Da oben ist Mr. Gravel. So, okay. Pass auf. Alter, das kann nicht sein, oder? Okay, also, die hier gehen so, hier lektet übrigens wegen diesen Scheißschränken jetzt mittlerweile, ne, sind so viele Items drin. Dann haben wir einmal Gravel. So, also ich wollte das nur mal sagen, dass es ein bisschen schliert. Es schliert ein wenig.
Cray. Concrete Powder. Und der wird dann im Wasser zu dem Scheiß, ne? Den muss ich jetzt selber herstellen noch, ne? Ist doch richtig, ne? Ist das korrekt hier? So, Dark Gray Scheiß. Pass mal auf. Hier. Okay, ich darf nicht zu viel dahin bauen, weil sonst ist gleich das mit dem Wasser nicht geklärt. Ja, okay. Okay, wir machen das so. Wir machen das genau so, wie ihr wollt, weil ihr seid schlau und ich bin dumm. Und genau, mehr fällt mir dazu nicht ein. So, dann können wir denen auf jeden Fall oder ihm eine schöne Küche bauen. Das ist schon mal das Wichtigste. Es zählt nur der, die Idee zählt, der Wille, ihm was Gutes zu tun, eine schöne Küche. Eine schöne Welt, eine schöne Hütte zu machen. Damit er nicht ganz so traurig ist, dass seine Freunde noch woanders sind im Moment. Die kommen nach. Ne? Wir wissen es ja alle. Aber nicht jetzt. Nicht heute. Nein. Heute musst du noch alleine sein. Oh, du. Komm bitte, füll dich aus hier. Das reicht, oder? Sonst Wasser haben wir da hinten auch noch. Also ich muss jetzt nicht hier alle 1000 Dinger da. Ja, ihr mich auch. Danke. Ich gehe mal zurück. Seht ihr, das hier ist schon wieder Ruhe. Das liegt einfach daran, dass da 2000er Stacks Items drin liegen in diesen scheiß Schubladen. In den Drawern. Und 2000 Items mal Kobbel, weiß ich nicht, wie viel wir davon mittlerweile haben, 8000, 10.000, 12.000. Wenn man so eine Menge Items hortet, wie ich. Oh, guck mal, wie geil das aussieht hier mit dem, ob da Regen ist. Ist da Regen über dem Dorf? Oder ist da diesig? Ne, hier ist gar nichts, ne? Das sieht nur so ein bisschen. Okay, das ist nur so ein bisschen blurry am Horizont. Weil wahrscheinlich Kapazität, Performance, so ein Scheiß wird das sein. Nehme ich mal an. Ja, okay. Kann man mal machen. Putzemann. So. So, jetzt müsste der Technics ja eigentlich schon irgendwo angekommen sein, wo man Kühlschränke erwerben, käuflich erwerben kann. So. Alles echt schwierig, wenn man so Sachen kauft, ne? Egal was für ein Haushalt, wenn irgendwas kaputt geht. Also erstens ist es so, wenn irgendwas kaputt geht, das kennen ja viele Leute, ist es oft so, ja, vielen Dank für die Info, Dig Minecraft, vielen Dank. Und dass deine Seite nicht mit Cookies muss. Das finde ich sehr gut. Boah, mit diesen Sachen, ne? Gehen immer zwei kaputt oder so. Mehrere Sachen auf einmal, wenn man so irgendwas, wenn irgendwas kaputt geht, kannst du davon ausgehen, warte noch eine Woche, dann ist das nächste Ding kaputt. Und gerade bei Waschmaschine, Kühlschrank, solche Sachen. Du musst halt wirklich echt gut vergleichen, ne? Du hast halt 30 Angebote, was ich sagte vorhin. Mediamarkt, nichts gegen Mediamarkt und Saturn, das ist ja ein Verein, ist ja derselbe Club. Die spielen sich ja die Leute nur gegenseitig zu, das ist ja ein Geschäftsmodell praktisch, falls das irgendjemand noch nicht gerafft hat. Es ist so. Da kann man eigentlich nichts einkaufen, egal worum es geht. Also eigentlich kann man da gar nichts kaufen, weil alles teurer ist als woanders. Ist so. Die tun aber erstens so, als wenn sie billigere Sachen hätten. Zweitens haben sie manchmal billigere in diesen Körben und Regalen, die, also diese Tische, die dann in der Mitte stehen, wo die so Angebote rausknallen und so was. Klar kann man das mal machen. Handys haben sie vorne immer und bla. Ne, da ist aber nie irgendwas bei von den neuen Sachen, was wirklich billiger ist als im Netz oder so. Also du kriegst überall billiger als da. Aber von den 30 Sachen, Kühlschränke, Herde, Föhn, was weiß ich, was man da kauft, Fernseher, ne, so. Ein Ding ist da
Nicht billiger meistens, wie gesagt. Ich habe es schon ein paar Mal getestet und nicht billiger, aber genauso teuer wie im Netz. Und dann kann man sie besser da vor Ort holen, weil das ja auch, das ist zwar nicht mehr ein Tante-Emma-Laden, aber das ist ja so, ja, weiß ich nicht. Also Mediamarkt und Saturn gehören ja mittlerweile dazu. Das sind ja, das ist ja die neue Form von Läden sozusagen. Früher gab es kleine Läden, da waren die Dörfer noch kleiner, die Städte kleiner. Heute gibt es mehr Menschen, also größere Städte, größere Dörfer, größere Läden. So einfach ist das, ja. Also, wir sehen ja, ne, also Amazon ist ja, ne, dabei, das ganze Feld jetzt zu übernehmen. Also der Internetkram, ne, also ist der nächste, die nächste Stufe sozusagen. Auf jeden Fall ist es immer schwierig, da zu vergleichen und, genau, so. Ich mache jetzt mal den Kram eben weiter. Wir machen mal diese Küchensachen. Ich dachte gerade, war ein kleiner. So, wir bauen mal die Küchensachen dahin. Also, wir haben einmal. Warte mal, wie ging das denn? Warte mal, wir müssen das bei dem Brotding machen, oder? Warte mal, eben gucken. Kitchen. Wie ging das? Hier die Dinger. Oder der Ofen. Ofen, den brauchen wir zum Beispiel. Da brauchen wir die Workbench für. Okay, pass auf. Die haben wir nämlich. Da ist sie ja. Die stelle ich jetzt mal hier hin. Also die stelle ich jetzt einfach mal hier hin. Und dann können wir hier drin nämlich die Sachen herstellen. Und zwar, ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Ofen. Ofen und White und Grey. Okay, Ofen. Ofen. Öfen. Klar, das geht natürlich nicht. Ach, warum sollte das auch klappen? Ich Idiot. Für Furniture eine Dings in Furniture, ne? Also, ich liebe es. Manchmal bin ich. Also manchmal mag ich mich selber. Für meine Dummheit. So, also, den haben wir. Viel mehr brauchen wir nicht, weil wir brauchen nur einen Schrank vielleicht noch. Ich würde mal so einen nehmen, weil wir. Ich glaube, so einen haben wir nicht mehr, ne? Haben wir noch so einen? Doch, guck mal, einen haben wir noch genau. Den werden wir an die Mitte, an die Seite stellen und den an die andere Seite. Dann haben wir so ein, ne? Also Dreier-Ding hier. Also, der kommt in die Mitte. Dann machen wir hier den Schrank daneben. Oh, nee. Nee. Nee, das geht nicht. Okay, das geht nicht. Also, wir können das so nicht machen. Dann lass uns das kitten hier. Dann machen wir das folgendermaßen. Dann machen wir hier so eine. So was. Ne? Dann machen wir das draus. Und hat dann schön. Was auch immer. Ne? Also anders geht es nicht, weil das andere Ding hat keine weiße Platte und ist andersrum. Das ist ein Hängeschrank praktisch. Also, was steht da? Wall Drawer. Ja, gut, okay, man sollte lesen. Manchmal ist es ganz gut, wenn man einfach liest. Ja. Manchmal ist es ganz gut. So, Concrete. Grey Concrete. Das tun wir mal hier hin. Genau, den tun wir hier hin. Und Grey Dings da können wir dahin machen. Warum sind hier eigentlich keine Zäune zwischen? Naja, egal. Grey Concrete. Die kann ich dahin machen. Okay, passen's auf. Eigentlich kann der jetzt hier einziehen, ne? Oder? Ja. Okay, pass auf, wir machen das jetzt mal. Der darf hier jetzt einziehen, guck mal. Oder? Wir haben doch alles zu, ne? Oder? Sag mal, schmücken können wir später noch, ne? Oder? Gut, also pass auf, wir tun ihn jetzt mal hier hin und die Kasse, seine Kasse daneben, also ist nicht irgendeine Kasse, sondern seine Kasse, sondern, und dann tun wir die nach links, würde ich sagen. Na, links finde ich cooler, hat ein bisschen mehr von allem. So, pass auf.
Okay, er fühlt sich nicht wohl, das ist klar. Ich würde mich auch nicht wohlfühlen, wenn ich jetzt gerade... Ach ja, wir haben ja sein Bett hier. Warte. So. Und er schläft natürlich mit dem Kopf. Wo schläft er denn? Da, ne? So. Kannst du nicht oder willst du nicht, Junge? Harland, das ist dein Bett. Du kannst das nehmen, wenn du möchtest. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Warte mal, ich mach mal eben den hier. Ah ja, okay. Er hat den. Den hat er schon mal. Dann würde ich sagen, kriegt er den hier hin jetzt. Und liegt im Bett. Oh, wie cool ist das denn? Ja, korrekt, Alter. Gut. Harland, du bist der Beste. Warte. Ah, ich gehe hier an den Rand. Harland, du bist die beste Geschichte heute überhaupt. So. Und jetzt können wir... Warte mal, wir haben, glaube ich, noch ein paar von denen, oder? Wo haben wir denn noch so Rahmen? Bilderrahmen. Haben wir noch Rahmen? Ah, nee, komm, nicht jetzt auch noch. Nein. Oh, warte mal, die hier. Guck mal. Nee, warte mal, wir machen mal einen ganzen Stack. Warte mal. Die kommen hier hin. Ey, wir hatten doch Bilderrahmen auch noch. Vielleicht können ja hier auch Leute sitzen an der Seite. Vielleicht können die ja hier sitzen oder so. Nee, ne? Bei ihm ist eher stehen angesagt, oder? Ja, ich glaube, da ist eher stehen angesagt. So, die tun wir mal hier rein. Den mache ich hier hin. Weg kann er ja sowieso nicht. Also er hatte keine Chance zu entfliehen, der arme Kerl. ja. Ich hatte doch noch Rahmen, ey. Leute. Habe ich den Kram hier? Nee, ne? Ey, wir hatten doch noch weiße Rahmen. Schilder. Ey, komm. Nein. Ey, das ist nicht möglich, oder? Warum ist das so? Warum ist das so? Ich weiß es nicht, Leute. Ja, da muss ich noch, beim nächsten Mal muss ich Rahmen bauen. Das machen wir beim nächsten Mal. Auf jeden Fall bauen wir Rahmen. Und... Genau. Ja, ich kann nicht ändern, Leute. Ja, das ist schon ganz nice. So. Ich mache noch den Weg eben fertig. Da habe ich noch Bock drauf. Warte mal. Nein. Auf keinen Fall Grey Concrete Powder. Habe ich hier... Ich wollte gerade sagen, ne? Boah, das wäre jetzt hardcore, ne? So, wenn ich jetzt hier den nämlich versaut hätte. Das Saxophon. Oh yeah, spiel es. Ach ja, herrlich. Ja, okay. Ich würde sagen, hier kann man dann hoch. Ne? Hier kann man dann hoch.
Ja, okay, warte mal. Ich mach mal eben Folgendes. So. Ich weiß nicht, ob wir einen Dreier machen draus, aber schon, ne? Irgendwie. Ich würde den schon fast, ich würde gerne hier so einen daraus machen. Ne, das war hier so ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine? Dann haben wir hier so einen kleinen Rand und hier können wir dann so rumgehen um das Haus. So, warte mal eben gucken. Müssen wir hier noch? Ja, ne? Also zwei hintereinander muss ich hier nicht haben. Komm, lass uns das mal so machen. Und hier müssen wir auch noch ein bisschen bauen. Warte mal, ich nehme ja nochmal eben hier die Dinger hier. Pass mal auf. Ich mache das jetzt mal so und den hier hin. Ich ziehe den einfach einen vor. So, ne? Dann ist das nicht ganz so gleichmäßig. Aber das sieht ganz gut aus, finde ich. So, jetzt gehen wir noch schlafen, gucken uns noch an, wie der Harland sich eingewöhnt hat. In der Nacht. Oh yeah. So, da ist Harland an seiner Kasse. Er hat seinen Dings da. Und da kommen Leute ihn besuchen und begrüßen. Oh, ein scheiß Ausländer, ne? Guck mal. Ich weiß, das war ein Scherz. Guck mal. Guck, denen ist das egal, wie die aussehen. Und so sollte das bei uns auch sein. Genau. Hohle Floskeln am Ende des Tages. Ja. Guck mal. Hemke freundet sich schon mit ihm an. Weil Harland und Hemke. You know. Guck mal, und Feng und Shui kommen auch direkt gucken, weil hier ist ein neuer Dude in Town. Und ist schon geil, wie die so eine Eigendynamik hier übernehmen. Hemke, cool, oder? Ihr versteht euch bestimmt gut. Ihr seid beide. Hemke und Harland. Könnten Freunde sein, ne? Ja, guck mal. Die haben hier einen neuen Treff. Die gucken jetzt erstmal, oh, guck mal, hier ist jemand Neues. Und, oh, der sieht aber ein bisschen anders aus als wir. Und, oh, der ist aber nett. Wie heißt der denn? Hallo? Und so, ne? Ja. Fast Food Delight. Ich weiß nicht, warum der seinen scheiß Namen da drunter machen musste. Weiß ich nicht. Bin ich mir nicht sicher, ob man das unbedingt machen muss. In der, ja, ob man da nicht einfach den Namen Fast Food Delight hinschreiben könnte. Weiß ich nicht. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so muss, wie er das gemacht hat. Aber hey, manchmal ist das Leben anders, als es aussieht. So, wir gehen mal. Ach so. Okay, warte mal. All off. Okay. Distance. Nochmal anders. Distance. Ah, okay. Teleporta. Telesportas. So, mit Betes in des Handes. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei allen, die da waren heute. Vielen, vielen Dank. Die Menschen auch im Hintergrund, die im Lurk waren. Herr Technics, vielen Dank für das nette Gespräch und das Gelaber und Getue. Und ich hoffe, ihr seid nicht böse, wenn ich zwischendurch so Reden schwinge und dies und jenes. Aber manchmal muss das halt so sein. Die meiste Zeit, ich sag mal 80-90% der Minecraft-Zeit, die ich hier verbringe, spiele ich ja einfach und, ne? Aber manchmal muss man einfach mal was sagen. Und ja, gerade die Geschichte da mit meiner bekannten Freundin, der Najiba, ist schon, das ist krass, das regt mich dann immer an so im Kopf und ja, genau. Ich hoffe, ihr teilt meine Ansichten da nicht komplett, aber ihr teilt meine Ansichten. Ich glaube, ich liege da gar nicht so weit weg von vielen guten Sachen. Also ich denke, so sollte man damit umgehen,
weil alles andere bringt es sowieso nicht. Da kann man drüber nachdenken, wenn man will. Man kann auch reden darüber, man kann auch sauer sein innen drin oder traurig oder so, dass die alte Zeit nicht mehr wiederkommt, aber das ist nun mal so, das war schon immer in der Geschichte der Welt, war immer schon so, dass Sachen sich verändert haben und Völker sich gewandelt haben, also Völker, die wir früher noch hatten, die gibt es heute nicht mehr und so weiter. Das heißt, normal, ja, und wie man damit umgeht, ist halt die Frage und vielleicht haben wir ja einen Stand der Dinge erreicht mittlerweile, dass wir diese Gesellschaft, in der wir jetzt wohnen, zwar viel Scheiße baut, aber vielleicht es auch schafft, da mal einen Schritt drüber zu machen, über diese Hürde und genau. Die Villager machen uns das vor. Amen. Nein. Vielen Dank an alle, die da waren und mich unterstützt haben. Vielen Dank für die Bits auch, Herr Technics. Wollte ich nochmal eben kurz sagen. Und ja, ansonsten vielen Dank an die Lurker im Hintergrund. Und wir sehen uns natürlich morgen Abend zum Indie-Gamefest, hätte ich fast gesagt, zur Indie-Ecke wieder. Wie jeden Donnerstag gibt es Indie-Ecke bei mir. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das so machen, aber wahrscheinlich wird es nochmal Indie, ist ja ein kleiner deutscher Entwickler sogar, Enshrouded werden. Ich denke mal, wir werden nochmal eine Runde Enshrouded knüppeln, der Herr Technics, wenn er Zeit hat diese Woche. Wenn nicht, werde ich mir konkret was anderes und ganz schnell was anderes überlegen, dann werde ich irgendwas finden. Ja, dann, also wir machen irgendein Indie-Spiel morgen auf jeden Fall und wer Bock hat, freue ich mich drüber, wenn ihr reinkommt und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Geht nachher ein bisschen raus, geht schwimmen oder was auch immer, weil nur arbeiten ist echt scheiße. Ansonsten bei der Arbeit bitte, 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 ne? Trinkt genug, ernsthaft gemeint, weil ich muss mir das selber vorsprechen immer. Ne? Trinkt genug, seid nett zueinander und passt auf euch auf und dann sehen wir uns morgen wieder. Peace, Tschaußen, euer Smiegel und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank.